Ja, herzlich willkommen erstmal an die Runde, unbekannterweise zum Teil, zum großen Teil. Ich freue mich sehr, dass wir zahlreich im Zoom zusammenkommen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, wir müssen uns da alle so ein bisschen noch technisch und inhaltlich auch dran gewöhnen, aber bei mir dreht gerade was durch. Okay, ist wieder. Also, wir gewöhnen uns alle dran und wir haben zum Beispiel, obwohl Michael, Matthias und ich in einer Stadt leben und eigentlich ursprünglich vorhatten, zu dritt dieses Gespräch live zu führen. Seit neuestem gilt aber auch hier in Hamburg nur zwei Haushalte und da wir nicht ein Haushalt sind oder nicht mal zwei Haushalte sind, sondern drei dann wären, haben wir entschieden, uns auch in dieser Stadt nur per Zoom zu treffen. Deswegen sehen wir jetzt hier diese Bildschirme. Herzlich willkommen, vor allem Matthias Ballmann, Michael Weber, Ballmann und Weber, Ballmann Weber, Büro Ballmann Weber. Hey, jetzt haben wir es. Wahnsinn. Ja, aber dazu mehr später. Das Seminar Kunst und Karriere befasst sich mit den Lebens- und Berufsbedingungen von Künstlerinnen heute. Kunst, klar, aber Karriere ist schon schwieriger, ist schon ein bisschen diffuser. Naja, Kunst ist das eigentlich auch. Und eine Karriere in der Kunst ist es also noch mehr. Und was soll das eigentlich sein? Das ist nicht so ganz einfach. Wie soll das gehen? Die Hochschule, die Akademie, ist eine Einrichtung, an der Kunst gelehrt wird. Die Lehre der Kunst, besonders der sogenannten freien Kunst, wird weitgehend freigehalten von den Überlegungen, wie man sich als Künstler und Künstlerin auch wirtschaftlich ausrichtet und positioniert. Kunst und Karriere ist ein Seminar, das sich genau damit beschäftigt und die Beziehung zwischen Kunst und, sagen wir mal, ich hätte jetzt fast Kohle gesagt, aber sagen wir mal Kapital, ist eine komplizierte Beziehung. It's complicated, würde man sagen. What's your status of relationship? It's complicated. Also es geht um eine komplizierte Beziehung und das Seminar beschäftigt sich mit diesem Verhältnis und beleuchtet die Voraussetzungen, sich langfristig als Künstlerin eigenständig aufzustellen und untersucht die realistischen Gegebenheiten des Kunstmarktes. Auch eine Chimäre, ein schwieriges Feld. Aber egal, wir sprechen drüber und wir tauschen uns aus und wir tauschen uns vor allem nicht nur über das Wissen aus, sondern wir tauschen uns auch aus über das Nichtwissen. Das Nichtkönnen von Dingen. Experimentieren und das ausprobieren. Und das Herzstück von Kunst und Karriere, natürlich ein sehr provokativer oder auch ironischer Titel für dieses Seminar, war eigentlich nur ein Arbeitstitel irgendwann, aber also das Herzstück dieses Seminars ist diese Vortragsreihe, in der ihr unsere ersten Gäste seid. Im Laufe des Semesters werden 7 Gäste kommen, 6 also noch nach euch, die ich auch ganz kurz vorstellen möchte, ganz kurz nur namentlich. Wir haben ein ganz wunderbares Plakat wieder mal drucken lassen. Nach dem Büro Ballmann Weber werden Bernhard Garnitschnik und die Meme Class Worldwide kommen. Und ein Gespräch über die Kunsthochschule und die Institution Kunsthochschule führen. Darauf bin ich sehr gespannt. Und danach kommt Wolfgang Ulrich, der Kunstwissenschaftler, Medientheoretiker ist, viele Bücher geschrieben hat, eigentlich vielen, die sich mit diesem Feld beschäftigen, ein Begriff ist. Kurz vor Ende des Jahres, nein, noch nicht, Bisrat Negassi wird dann kommen. Sie ist Mitbegründerin von Embassy. Embassy ist eine Institution mittlerweile hier in Hamburg, die sich um
die Kunst außerhalb, die afrikanische Kunst, Musik, Theater, Performance-Szene. Ramona? Ramona? Ja? Wir haben noch einen Gast im Video. Ja, habe ich gerade gesehen. Ist eingetreten und... Willkommen, Frau Wilkening. Hallo. Vielleicht können wir das kurz lösen. Ich rede einfach weiter. Also Bisrat Negassi von Embassy wird kommen. Danach kommt Anna Nero als Letzte in diesem Jahr. Anna Nero ist Malerin, Künstlerin und hat gerade, war Teil der viel beachteten jetzt junge Malerei in Deutschland Ausstellung. Als allererstes wird dann im neuen Jahr Liberty Adrien kommen. Dieses Gespräch wird dann auf Englisch geführt werden. Sie ist Französin, lebt in Berlin, spricht Deutsch, aber ihre Forschungssprache ist Englisch. Sie ist freie Kuratorin und unter anderem auch Galeristin, führt einen unabhängigen Kunstraum hier in Hamburg, der sich Amnü nennt und auch ein sehr interessantes, vielfältiges Programm gestaltet. Und zuletzt in dieser Reihe wird Robin Hinsch kommen. Robin Hinsch ist Fotograf und ein ganz hervorragender Fotograf, der über die soziale Verantwortung in der Kunst sprechen wird und seinerseits gerade Preisträger des World Photography Awards in der Kategorie Umwelt ist und derzeit aktuell im Bergkarabach unterwegs ist, um Fotos zu schießen. Ja, soweit zu den Vortragenden, die nach euch kommen. Aber jetzt geht's gleich los. Also ich freue mich wahnsinnig darauf. Nochmal ganz kurz, das Spannende an dieser Reihe ist tatsächlich das Kennenlernen der jeweiligen Vortragenden, die alle aus ihren Bereichen quasi aus dem Nähkästchen plaudern und so ein bisschen uns die Möglichkeit gewähren, hinter die Kulissen zu blicken. Und eigentlich ist ja nichts spannender als der Blick hinter die Kulissen. Und damit würde ich gerne gleich euch beide vorstellen. Oder ihr übernehmt es vielleicht, weil ich ja nicht zeigen kann, wer ist es. Dann übernehme ich das mal ganz kurz. Das ist Matthias Ballmann. Und das ist Michael Weber, auch wenn in der Kamera nur Michael Weber steht. Yay. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wir haben an zwei, drei Projekten gemeinsam schon gearbeitet. Ich habe das Büro Ballmann Weber kennengelernt, als ich die Off-Triennale, einen Teil der Fototriennale vor 2 Jahren kuratiert habe und das Büro Ballmann Weber für die Off-Triennale das ganze Programm gestaltet hat. Und diese Zusammenarbeit war der Beginn einer Freundschaft, einer künstlerischen Freundschaft und einer, ja, meinerseits einer echten Bewunderung für dieses schwierige Feld, in dem ihr tätig seid. Dass ihr wirklich mit ganz, in meinen Augen, mit sehr feinem Gespür und irgendwie einer geheimen Karte navigiert. Weil ihr sehr, also zwischen, aber da, ich greife vielleicht voraus, ihr navigiert zwischen Kunst und Kommerz. Ganz, ganz besonders interessant, finde ich. Also erstmal muss ich sagen, liebe Nina, vielen Dank für die Einladung natürlich. Das hat mich sehr gefreut, vor allem wenn man den Titel Kunst und Karriere sieht, dann habe ich mir erst gedacht, ja, wir sind doch gar keine Künstler, wir machen doch gar keine Kunst. Was sollen wir denn da? Aber das finde ich irgendwie so ganz spannend, weil was ist denn Kunst und wie kann man sich da an den Graugebieten am Rande, wo halten wir uns da auf oder was sind da unsere Schnittpunkte? Das fand ich irgendwie
Ganz spannend, kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf. Sollen wir mal erst was über uns erzählen? Das können wir machen, Michael. Jawohl. also ich habe in der Kunsthochschule studiert, also Kunsthochschule Kassel. Bin also da ein bisschen auf jeden Fall auch während des Studiums schon in Kontakt gekommen mit dem mit der Kunstwelt oder wie bin da sehr blauäugig irgendwie reingegangen, glaube ich, ohne so eine Vorstellung zu haben, was ist eine Kunsthochschule oder was kriegt man da mit oder was muss man sich da mitnehmen. Und habe dann 2006, glaube ich, abgeschlossen und bin dann im Anschluss nach London gegangen für zweieinhalb. Und bin dann... Darf ich kurz zwischenfragen? Du hast bei Bernhard Prinz in Kassel studiert, oder? Ich habe bei Bernhard Prinz studiert. Das war... Also das kommt auch gleich schon mal die erste Parallele. Wir haben immer ganz viele Parallelen. Ich habe zweigleisig studiert. Ich habe einmal quasi die freie Fotografie bei Bernhard Prinz studiert und dann so Grafikdesign bei Ott und Stein aus Berlin. Und das... Irgendwann gab es dann die Entscheidung, mache ich jetzt freie Kunst und Fotografie oder bin ich dann doch eher angewandter? Und da habe ich... Da hat er sich bis heute nicht entschieden. Genau. Und du sagst mir was von, du weißt nicht, ob du ihr Künstler seid oder was mit Kunst zu tun habt? genau. Und dann... vielleicht. Dann bist du nach London gegangen. Also genau, bin ich nach London gegangen, habe dort im Designbüro gearbeitet, was relativ klein war und deswegen auch sehr, hat man sehr viel mit dem Kunden auch zu tun gehabt, obwohl ich da ja relativ unbescholten reingegangen bin. Und dachte mir dann, aber nee, ich will doch zurück nach Deutschland und London wird mir ein bisschen zu stressig und ich muss zu viel arbeiten, nur um meine Miete zu zahlen und bin dann nach Hamburg gegangen, um mit Matthias zusammenzuarbeiten, aber dazu spät. Das ist eine tolle Überleitung, Michael. auch ich bedanke mich sehr für die Einladung und ich habe wie Micha auch studiert, so, und aber Kommunikationsdesign offiziell an der FH, beziehungsweise mittlerweile HAW Hamburg. Und bei Micha klingt das, finde ich, immer so schön gerichtet und gerade. Bei mir ist es immer so ein Chaos, weil ich habe mich beworben und zu meiner Überraschung wollten sie mich dann nicht. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in der Agentur. Und dann, als sie mich nach 2 Jahren wollten, habe ich dann doch angefangen zu studieren. Habe aber dann nach 2 Jahren gleich wieder aufgehört, weil ich dann erstmal zum Magazin Brand 1 gegangen bin und dort 5 Jahre die Website gemacht habe. Und das Magazin war damals gerade frisch gegründet, wurde wieder eingestellt, wurde wieder frisch gegründet. Und die hatten so viele Probleme und es war so eine spannende Arbeit, dass es keine Frage war, ob ich jetzt 5 Jahre dort verbringe oder 5 Jahre im Studium, so. Und danach habe ich dann wieder ein bisschen weiter studiert und habe dann erst sehr spät mein Diplom gemacht. Und das war verrückterweise auch mit Schwerpunkt Fotografie. Also ich habe auch ein Fotodiplom, was ich bei Vincent Kohlbecher gemacht habe in der HAW. Und das war halt ganz lustig, als wir uns kennengelernt haben, dass wir beide totale Grafikfreaks sind. Wir hatten auch, als wir jetzt das Büro dann irgendwann gegründet haben, also wirklich unsere gemeinsame Firma, unsere gemeinsamen Räume und hier die Bücher hingeschleppt haben, hatten wir ganz viele Sachen doppelt. Mhm. Und
Das ist schon, das weiß ich schon zu schätzen. Das ist schon irgendwas Besonderes so. Und ich war eigentlich immer nur in Hamburg. Nachdem ich bei Bad 1 war, habe ich auch in Hamburg weitergearbeitet als freier Grafiker. War dann ein Jahr in Berlin, habe dort für eine Agentur eine Dependance aufgebaut. Aber Berlin und ich waren nicht so dicke irgendwie. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Und dann kam ich zurück und dann fand ich aber diese Zusammenarbeiten in Berlin immer toll und habe dann eigentlich mir das so gewünscht, hier mit jemandem auch zu arbeiten. So. Und dann haben Micha und ich uns so über E-Mail kennengelernt, so als ich noch in London war. Und genau, und Micha hat was gesucht. Ja. Und dann haben wir, dann war ich, glaube ich, mal in London, wir haben uns kennengelernt. Dann hatten wir ein halbes Jahr später in Berlin, gab es die Typo, diese Designkonferenz, da waren wir zusammen und haben dann, sind dann so 3 Tage, 4 Tage, ich weiß gar nicht, so zusammen durch die Stadt, durch die Konferenz und haben echt danach, saß er wieder in London am Schreibtisch, ich saß bei mir hier am Schreibtisch und dann haben wir echt so gemerkt, so, macht man das jetzt, probiert man das einfach aus, so, dann hat man überlegt, okay, was kann jetzt als Schlimmstes passieren und als wir dann gesagt haben, okay, das machen wir und Micha meinte, super, ich habe alles gekündigt, lag ich 3 Tage im Krankenhaus, weil ich einen Blinddarm rausgenommen bekommen habe und Micha hat von mir nichts gehört. Und dann kam Micha im August her und dann haben wir 4 Jahre zusammengearbeitet, so auf freier Basis. Und dann war es aber irgendwann tatsächlich so, dass Micha natürlich bei meinem Projekt mitgearbeitet hat, ich aber auch irgendwie bei seinen und wir merkten, dass es für die Kunden schwierig ist zu differenzieren, für wen, wer ist denn jetzt eigentlich mein Ansprechpartner, für wen schreibe ich denn die Rechnung, so, und dann kam es ein bisschen, ich glaube, Micha hat es früher angesprochen, als ich es im Kopf hatte, ob man nicht das zusammenwirft, und dann war das aber der nächste logische Schritt, und das war auch, ist auch, war und ist so eine tolle Kombination von allem, also es gibt auch so viele Dinge, die man so voneinander gelernt hat oder und auch immer noch lernt. Die Hunde bewegen sich deswegen. Ja. Vielleicht sollten wir die ganz kurz vorstellen. Oh damit, ja. Damit alle, die zuhören, nicht irritiert sind. Na gut, wir stellen mal die Hunde vor. Die sind nämlich wesentlicher Teil des Büro Ballmann Weber. Ja, das muss man sagen. Ah. Das okay. Aber wisst ihr was? Das passt jetzt ziemlich gut. Also wer ist jetzt eigentlich wer und wem schreibe ich hier die Rechnung? Also immer den beiden. Rechnungen ja. gehen immer an die beiden. Okay. Und Zahlungen an uns. Ne? Das ist der Woody und Gustl ist der ältere Bruder und Woody ist 1,5 Jahre alt und Gustl ist 2,5 Jahre alt. Und ja. Die sind spitzenmäßig, die sind, also ich kann es allen nur sagen, die sind einfach, die Danke. Sind der Hammer. Die Jungs leiten eigentlich das Büro. Ja, das stimmt. Das tut nur so. Ja. Und die beiden sind also, sehen sich auch nicht so oft, denn nachdem ihr das Büro hier in Hamburg gegründet habt, wir springen jetzt einfach mal so ein halbes Jahrzehnt nach vorne, jetzt seit kurzem habt ihr 2 Standorte in München und in Hamburg. Ja. Und deswegen sind diese beiden Jungs da hinten im Hintergrund so aufgeregt gerade, weil die sehen sich nicht mehr so oft wie früher. Wir uns auch nicht. Ja, eben. Das nur so ganz kurz. Ja. Nebenbei. Ja. Ja, das war auch irgendwie am Anfang natürlich so eine sehr spannende Geschichte. Ne? Wie funktioniert das denn, wenn man zusammenarbeitet, aber... Gut, und das noch vor Corona. Wie kann man sich über die Entfernung noch miteinander über Projekte unterhalten? Oder wie schafft man es, schnell Sachen auszutauschen? Schau mal da drüber, was hältst du davon? Oder wie schreibt man zusammen Angebote? Wie verwaltet man die Rechnungen? Ja. Ja, klar. Ganz klasse, ganz praktische Fragen natürlich auch. Das ist aber jetzt. Und wenn wir nochmal so zurückgehen in die Zeit, als ihr also entschieden habt, gemeinsame Sache zu machen, diese ganzen Parallelen tatsächlich dazu geführt haben, zu der Entscheidung geführt haben, eine gemeinsame geschäftliche Basis zu bauen, also Projekte gemeinsam zu machen und das Büro
zu gründen, indem ihr jetzt eure Räume habt in Hamburg. Wie ging denn das so weiter? Also ihr habt dann einfach gemerkt, ihr könnt gut zusammenarbeiten, so eine 4 Jahre freie Basis, Experimentierphase und dann zu sagen, okay, das läuft hier richtig gut, wir machen das. Der Sprung sozusagen in die auch wirtschaftliche Selbstständigkeit jetzt mal so in echt. Wie sah das ist jetzt, von welchem Jahr sprechen wir? Wann habt ihr 2012 euch... 2012 haben wir es gegründet und Ende 2011, Anfang 2012 haben wir für uns so gesagt, okay, das machen wir so. Und dann haben wir uns so ein Dreivierteljahr quasi, was heißt Zeit gelassen, aber die Zeit genommen, weil ich persönlich kenne das von einigen, dass die zu zweit, zu dritt, zu viert waren und gesagt haben, oh geil, wir machen ein Büro. Und ich kenne sehr viele Geschichten, die dann gescheitert sind, weil die sich darüber in die Haare bekommen haben, nicht wegen der Arbeit, sondern wegen so Sachen, ich möchte aber keine Gläser von Ikea bei mir im Regal stehen haben, ich möchte tolle Gläser stehen haben, ich möchte aber andere Tische, nee, in dem Stadtteil will ich kein Büro. So. Hauptsächlich aber übers Geld, oder? Also übers so. Ja, über ich meine Gläser. Nicht wegen Projekten, aber nee, so. Das stimmt, aber ja. Natürlich kommt man sich übers Geld in die Haare. Also, und das natürlich, und da haben wir uns lange drüber Gedanken gemacht, wie kann man das irgendwie absichern oder was schaffen wir für eine Lösung, die für beide irgendwie fair ist und für beide gleichberechtigt. Und es war ganz gut, dass wir uns so viel Zeit gelassen haben. Auch. Ja. Ja. Im Grunde zählen wir davon bis heute und der Faden verloren. Ja, nein, das ist ja total wichtig. Also nicht nur die ästhetischen Übereinstimmungen zu haben, sondern auch eine Basis zu schaffen, auf der das dann alles funktionieren kann. Ja, also auch. Die Ideen sind immer super, aber die Wirklichkeit sieht manchmal, da geht es ja nicht nur um, oh, das finde ich schön, das gefällt mir oder das läuft gut oder so, sondern da geht es um Miete zahlen und um. Ja, man verbringt ja auch den Alltag zusammen. Also man verbringt ja einen Großteil des Alltags. Also was für Musik läuft und wie läuft so ein Tag ab und wie geht man mit Stress um und wie geht man damit um, wenn ein Projekt nicht gut läuft oder wenn Kunden schwierig sind. Und also diese ganzen Sachen, das muss man ja plötzlich dann zusammen erleben. Mhm. Und auch zusammen durchstehen und zusammen... auch Strategien entwickeln bei Projekten, die nicht gut laufen oder bei Kunden, dass man sich entscheidet, wird man jemanden los oder passt der nicht zu uns oder wie ist es, wenn ein Kunde einen rausgeschmissen hat? Dass man dann nicht anfängt zu sagen, ja, aber du hast in der letzten Präsentation auch ganz doof mit denen geredet oder so. Ja. Und ja, aber so ist es ja. Also natürlich denkt man so Sachen, dass man manchmal denkt, ja, da hätte man vielleicht oder hätte ich oder so. Aber man muss ja dann einfach sagen, okay, wenn man das zusammen macht, ne, geteiltes Leid ist halbes Leid und das empfinde ich auch tatsächlich so, also im Vergleich zu den Jahren vorher, wo ich so viel alleine gearbeitet habe oder fast nur, ist das ein ganz anderes Arbeiten und auch viel schöner und ich glaube, dass das tatsächlich ganz viel übersehen, dass solche Sachen einfach auch ganz wichtig sind. Mhm. Mhm. So. Und wenn man dann zu dritt oder viert ist, multipliziert sich das ja nochmal. Ja. Total. Was natürlich auch echt ganz praktisch ist, was man relativ schnell so rausbekommt, wer, also so dieses Good Cop, Bad Cop mäßige, das kann man irgendwie sich ganz gut aufteilen und nicht jeder hat immer nicht jeder kann mit jedem Kunden gleich gut und dann, deswegen ist es sehr praktisch, also nicht nur praktisch. Also wir hatten es tatsächlich auch noch nie, also das, ich finde, wir hatten auch Glück, so, also ich hatte eigentlich vorher in Berlin so eine Situation, die total schief ging mit jemandem und war dann am Anfang auch deswegen ein bisschen zögerlich mit Michael, so eine gemeinsame Firma, aber ich muss auch sagen, was auch total funktioniert, sind halt so Sachen, also ich glaube, man kann dann sagen, kannst du das Angebot schreiben, ich komme da irgendwie nicht durch oder
Hast du da eine Idee für die Sachen? Es ist noch nie so, dass uns beiden nicht zu dem Logo eingefallen ist oder dass uns beiden nicht zu der Website eingefallen ist, sondern wenn der andere irgendwie gerade schwächelt, ist auf irgendeine sphärische Verbindung hin, das gerade beim anderen gut oder so. Und ich meine, ideal ist natürlich, wenn man, was auch meistens ist, wenn beide Sachen haben und die haben, dann schmeißen wir das zusammen und gucken so und dann geht der Prozess weiter. Und das empfinde ich irgendwie als ganz toll, so, ja. Ein guter Prozess, den du da beschreibst oder ihr beschreibt. Ich habe noch eine Frage zu der Situation, bevor ihr dann entschieden habt, okay, wir machen jetzt eine Firma zusammen. Habt ihr da so rumanalysiert, also habt ihr euch umgeschaut, wie sieht der Markt aus, wie ist die Situation, ist es eine günstige? gesagt. März oder. Das ist völlig unentschieden. Also vor allem, es war doch schon wieder irgendeine Krise. Es war irgendeine Finanz oder was weiß ich. Mhm. Leute haben uns gefragt, in der Zeit wollt ihr ein Büro mieten? Das war also unsicher. Auf die E-Mail, wir hatten dann unsere Bestandskunden und ein paar Leute, wahrscheinlich Freunde und ich weiß es gar nicht mehr, Friends and Family, so angeschrieben, als wir dann, wir hatten zum September die Firma gegründet und das Büro hier gemietet und dann hatten wir so ein paar Leuten das, so, und es kam 3, 4, was gerade jetzt? Nee, das will ich nicht machen. Grafik, mal jeder macht doch Grafik und so. Aber ich glaube, man darf sich da überhaupt nicht, also wenn man das Gefühl hat, man kann das und man macht das und dann muss man das machen. Wenn man jetzt, also ich würde jetzt gerade auch kein Kreuzfahrtunternehmen gründen, so jetzt aktuell. Nur so eine Idee. Aber generell, wenn jetzt nicht gerade so eine Krise ist, die eine Branche total niederdrückt, warum nicht? Also ja, finde auch. Es gibt auch haufenweise Musiker und Taxifahrer und es gibt immer das Neue irgendwie. Ich bin wahnsinnig neugierig auf eure Präsentation. Ich will mal sehen, was ihr so gemacht habt in all diesen Jahren. Habt ihr Lust, eure Sachen mal zu zeigen? Na, aber natürlich. Wenn wir es hinkriegen, ja. Ja. Ist alles Neuland für uns. Genau. Da sind wir. Ha. Klappt das? Seht ihr es? Ja? Ja, also ich auf jeden Fall. Ich hoffe, alle anderen Daumen nach oben, insofern vertrauen wir da. Wir haben mal, also wir arbeiten jetzt ja also so über 12 Jahre zusammen. Wir haben natürlich einiges. Und es macht dann erfahrungsgemäß keinen Sinn, jetzt so auf Volumen zu gehen und zu sagen, oh, guck mal, das haben wir alles gemacht. Sondern wir haben jetzt irgendwie so mal Sachen genommen aus den letzten Jahren, die uns lieb und teuer sind. Die auch so ein Querschnitt irgendwie darstellen. Also es ist jetzt nicht nur Kunst und Kultur, sondern auch wirklich angewandtere Sachen. Genau. Aber bei jedem Projekt ist es eigentlich so, dass auch so ein bisschen klar wird, woher dieses, wir haben das ja in der Beschreibung stehen, interdisziplinäres Arbeiten. Und was glaube ich bei uns schon mit so zu diesem Profil gehört und auch glaube ich ein Teil dessen ist, warum das bei uns eigentlich, kann man sagen, gut läuft, klingt das doof? So ganz finde, gut, das läuft. Klingt richtig gut. Ich das klingt auch. Richtig gut, ne? Ja. Also bei uns läuft es richtig gut. Und aber ich glaube, ein Teil dessen, warum wir einfach diese Aufträge haben und warum man einfach irgendwie dann doch zu Ergebnissen kommt und die dann, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt eine typische Sprache, wir haben jetzt nicht die Grafiksprache, die wir auf alles draufdonnern, sondern wir gucken ganz stark, wo kommt der Kunde her, was bringt er mit und gehen damit dann weiter. So. Und die Elemente, die wir dann hinzufügen oder was wir dann machen, das ist natürlich immer eine gewisse Handschrift, aber ganz viele sehen das auch nicht. Also deswegen ist das schon eine sehr, sehr schmale Nische, in der wir sind. Und bei all diesen Projekten ist es eigentlich so, dass ganz vieles zusammenkommt, dass wir uns mit Gold- und Silberschmieden beschäftigen müssen, mit Buchbindung, mit Fensterfolierungen und Signage und digitalen Displays und dass wir immer an so Schnittstellen geraten, wo wir plötzlich auch so Sachen dazulernen müssen. Und das ist eigentlich was auch noch stark zugenommen hat die letzten Jahre und was mir persönlich wahnsinnig Spaß macht, weil man
gerade wenn dann ein neuer Kunde kommt und man noch nicht so weiß, was kommt jetzt, da kommen manchmal dann Sachen, wo man sich dann denkt, okay, ja, dann gucken wir uns das halt mal an. Können wir. Können wir. Erstmal sagen, können wir. Sehr gut. Wollen wir nicht Nein anfangen? Genau, fangen wir doch damit mal an. Das ist, wir wurden gefragt, und es kam auch über ganz viele Zufälle zustande, vom Hotel 4 Jahreszeiten. Die haben das ein Hotelrestaurant saniert, nämlich das unten im Keller oder im Souterrain, was immer ein asiatisches Restaurant war. Und, hier in Hamburg, ne? Hier in Hamburg, genau, sorry. Und sie wollten ein Restaurant, das peruanisch-japanische Küche hat, also eine Nikkei Cuisine. Und wir kamen dann auch mit dem Namen auf sie zu, das Nikkei 9, so heißt es jetzt auch. Und haben dann geguckt, sehr viel, sehr lange probiert und sehr mit dem Logo gehadert oder sehr detailverliebter Strichstärken verändert und so weiter. Zu gucken, so was steckt denn in so einer japanischen Ästhetik, aber nicht so, dass es so platt Sushi-Restaurant wirkt. Und haben dann auch Einfluss darauf genommen, wie die Farbgestaltung in dem ganzen Restaurant dann eben aussieht, und haben das Logo, also die neuen, auch auf so, das sind die Speisekarten oder Weinkarten, glaube ich, sind das. Und damit so kleinen Plaketten fertigen lassen. Und dazu gehört halt auch zu gucken, aus was für Material sind die, wie sind die gefertigt, wie kann man die so fertigen, dass sie nicht 10 Euro Stück kosten. Aber trotzdem nicht kaputt gehen. Und diesen ganzen Wear and Tear so im Servicebereich, also die gehen da jetzt auch nicht mehr pfleglich mit um. Und also das ist schon eine Lernkurve, die man dann so mit den Jahren absolviert. Ja. Ausstattung, das ist die Dessertkarte, das sind die Signage-Geschichten mit so ganz einfachen Effekten, aber es sieht dann aus, als wäre es irgendwie einen halben Meter tief. Mhm. Dann würde sich das ja auch anbieten. Dann, ja. Also auch Thema Hospitality Design, also Gastronomieausstattung, wurden wir auch über lustige Umwege gefragt über für einen Herrn Gordon Ramsay in London eine Weinkarte zu gestalten, was uns erstmal ein bisschen erstaunt hat, weil wir uns dachten, naja, also ich glaube, in London gibt es auch 2 bis 3 Designbüros, wieso kommt ihr auf uns? Aber irgendwie gibt es wenig, was so nicht so standardisiert ist, und wir haben uns da eben etwas sehr Individuelles ausgedacht, so ein ganz nur für die gebautes System, wie so eine Karte aussehen kann. Zum Beispiel ist das die Halterung für die Speisekarten hier in Hamburg von einem Silberschmied gefertigt und mit einem sehr schönen Papier dazu. Und das ist alles sehr reduziert und ganz, ganz simpel eigentlich, aber durch die Materialien einfach sehr eindrucksvoll. Und das ist also nicht die Weinkarte, sondern die Menükarte. Das ist dann die zweite Weinkarte geworden. Was? Die haben wir jetzt Anfang dieses Jahres gemacht für ein anderes Restaurant von Gordon Ramsay. Das ist eben so eine richtige Bibel für die Weine dort. Mhm. Illustrationen und Texten. Und die müssen halt auch, die überlegen halt auch, wie können wir unsere Weine, also da sind Weine drin bis 10.000 Pfund, die Flasche, wie können wir die verkaufen? Und das ist natürlich auch ein Rahmen, der da gesteckt wird.
genau, auch so aufnehmen müsst, um das zu repräsentieren. Genau, also das kriegt man halt nicht mit einer eingeschweißten A4-Seite hin. Und da muss dann die Bühne stimmen. So. Und dementsprechend haben wir dann halt ganz viel überlegt und ganz viele so Prototypen gehabt und uns dann so angenähert und dann Papier ausgesucht. Und das muss ja auch praktisch bleiben. Und die müssen es ja selber wechseln können. Und dann haben wir dafür auch Templates gebaut und bauen lassen in Word, dass man halt wirklich mit so relativ normalen Office-Mitteln, aber mit einem besonderen Papierformat und so Templates in Word, die nicht großartig verändern können. Also die können die Schrift nicht großartig verändern, die können halt nur die Inhalte ändern. Und dadurch kann man sicherstellen, dass die sich auch in diesem Raster, was man halt vorgibt, nur da bewegen, wo man es auch will. So. Wir haben eben gerade was angeschnitten. Es geht ja um das Verhältnis, was ihr auch, also zwei Fragen eigentlich dazwischen gefragt. Wie, also ihr habt jetzt zwei Projekte vorgestellt, die wahrscheinlich so doch ganz schön formativ waren für euer Büro. Das eine, also wie positioniert ihr euch als Büro mit solchen Projekten? Und die andere Frage, wie wählt ihr da aus? Also es können ja jetzt nicht nur so Weinläden zu euch kommen, die 10.000 Pfund Weine verkaufen, sondern also wie habt ihr da so, habt ihr erstmal so gedacht, so wow, das ist ein tolles Projekt und das wird uns auch als Büro natürlich gut dienlich sein, weil wir dadurch unser Renommee erweitern oder überhaupt irgendwie unser Profil bauen können. Wie seid ihr da vorgegangen? Oder war das am Anfang eben so, okay, wow, super, erstmal ein Riesenprojekt und dann gleich nochmal ein Riesenprojekt? Also das mit dem Gordon Ramsay war natürlich so, dass man sich dachte, natürlich machen wir das. Und wenn wir, und da waren wir auch nicht so wahnsinnig schlau und haben nicht ganz so gut rechnen können. Aber auch da lernt man dazu. Aber natürlich dachten wir uns, und wenn wir draufzahlen, ist auch egal. Also mit so einem Namen im Portfolio und dann wurde es jetzt auch gar nicht so hässlich. Anruf kam irgendwie, wir saßen hier und Freitagabend kam der Anruf um 7 Uhr und wir wollten eigentlich gerade gehen und ich habe am Telefon und Michas Augen wurden immer größer und dann haben wir danach noch hier eine Stunde geredet und da weiß man erstmal so gar nicht so richtig, wie das jetzt zustande kommt und was Micha schon sagte, diese Frage, ja, aber in London, da sind doch die ganzen hungrigen Grafiker und wenn du da in die letzte Bude essen gehst, ist doch alles super durchgestaltet. So, man hat sich dann gewundert und dann ist das natürlich erstmal alles was ganz Besonderes und neu. Und wir haben aber jetzt bei dieser zweiten Karte gemerkt, dass man natürlich dann auch eine gewisse Routine entwickelt und einfach durch dieses Ganze, was man dann gelernt hat, viele Sachen schon mal im Vorfeld ausschließt, weil man weiß, funktioniert nicht. Oder ist für diesen Kunden nicht angemessen und geht dann ab da halt weiter und hat dann jetzt wieder sozusagen so einen neuen Pfad, wo man lernt und Sachen ausprobiert. Und das ist natürlich auch ganz viel mit Gefühl. Also ich glaube, wenn Micha und ich jetzt so eine Liste machen würden, welche Kunden wir gerne noch hätten, wäre das viel deckungsgleich. Und das ist natürlich so, ich glaube ja ganz fest dran, dass man die auch kriegt, weil bei manchen Kunden stellt man dann vielleicht überrascht fest, dass es gar nicht richtig passt, weil man nur die Marke sieht, aber gar nicht so den Kunden dahinter. Mhm. So Erlebnis hatten wir auch schon. Und da spielt ja auch so ein bisschen dieses Thema Akquise rein. Also wir machen ja keine. Und alle Versuche von uns, aktiv Akquise zu machen, ging eigentlich, ja, haben jetzt nicht so wahnsinnig gefruchtet, sagen wir mal so. Da hat Micha es schöner gesagt, als ich es jetzt gesagt hätte. Und aber stattdessen funktionieren dann so andere Sachen, dass man plötzlich mal jemandem eine E-Mail schreibt, weil man das Sachen toll findet oder man trifft durch Zufall da und da jemanden, unterhält sich und findet so eine gemeinsame inhaltliche Basis und plötzlich entsinnt sich irgendjemand, Mensch, ich kenne doch eigentlich die beiden, die haben doch das und das. Und also es ist dann teilweise ganz verrückt, aber... Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den nächsten Kunden gucke, der bei euch da gelistet ist, jedenfalls in dieser Präsentation, es ist TUI Cruises.
Wie weit habt ihr dann euren eigenen Geschmack, eure eigenen Ideen, eure eigenen Visionen auch verwirklichen können? Also wie freie Hand habt ihr gehabt? Oder also nicht nur auf die Projekte jetzt bezogen, sondern generell. Das kann ich mir vorstellen, ist bei Auftragsarbeit ja oft auch sehr, sehr eng geschnitten. Klar, ne? Also da bei dem Projekt gerade, da sind die Spielräume eher so und man muss sich da durchlavieren, dass man sich denkt, okay, das kann man dahinter stehen. Ne? Das hier, ne? Genau, das sind quasi so die Beschilderungen von Mindshift 2, von dem Fitness- oder Wellness-Welt. Und wie die dann dort wirken. Aber trotzdem, selbst wenn es so ein sehr angewandtes Projekt ist, muss man trotzdem irgendwie seinen Anspruch darf man nicht verlieren. Und trotzdem muss es irgendwie noch, und wenn der nur so klein ist, muss es so einen Twist haben oder muss es so ein... Also so, dass ihr hinterher noch sagen könnt, so okay, dafür kann ich gerade stehen. Ja, genau. Es geht ja auch immer darum, wie bricht man die Regeln, die es halt gibt oder wie geht man mit den Regeln um oder setzt sie so ein, dass sie halt einem in die Tasche spielen. Mhm. Also das ist ja ganz viel so. Also es gibt ja immer diesen Satz, wenn ich jetzt diese Vorgaben nicht gebe, dann könnte ich mir ausdenken, was ich will. Das finde ich ja den Horror persönlich. Ich glaube, mich ja auch. Weil das ist nicht schwieriger, als wenn du gar keine Vorgaben hast. Wir haben so gerade ein Projekt, da gibt es gar nicht so richtig irgendwelche Vorgaben. Und wir müssen da quasi alles neu definieren. Und ich empfinde das als sehr, sehr schwierig. Und ich empfinde eigentlich Projekte, in denen man auch gerne ein ganz arg vorgegebenes Corporate Design hat, und daraus wieder was Eigenes macht, weil man Sachen nochmal anders interpretiert, finde ich eigentlich immer die spannendsten. Weil ich empfinde das gar nicht als gängelndes Gerüst, so ein Corporate Design, wenn es halt gut gemacht ist. Wenn es schlecht gemacht ist, ist es natürlich auch schlimm. Aber ich glaube, es geht halt immer, wie Micha sagt, halt auch darum, diese Räume zu finden oder diese Nischen oder diese nicht wirklich definierten Zwischenräume und da dann den besonderen Akzent zu setzen und jetzt auch. Also ich weiß noch, dass sie uns gesagt hat, ja, ihr müsst aber unsere Schrift verwenden. So. Und da geht es halt auch darum, wie groß zeigt man diese Schrift? Und wenn man die halt, wie hier im Fall, bei den Schildern, relativ groß draufsetzt, kriegt die plötzlich auch was ganz anderes. So. Mhm. Und das ist irgendwas, wo man dann wirklich auch lernen kann, mit diesen Sachen wie in so einem Werkzeugkasten anders umzugehen. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer dann Das stimmt, ja. Ganz schöne Ergebnisse so. Vielleicht gehen wir kurz weiter. Ja, gerne. Okay. Was dann doch wieder ein bisschen mehr in die Richtung Kunst geht. Das war eine andere Ausstellung, die war nicht Teil der Off-Triennale, war aber Teil der Triennale, der Fototriennale Hamburg. Und zwar war das eine Ausstellung von dem katalanischen Künstler Juan Fontcuberta. Oder so kann man das sagen. Ja, du hast es sehr gut ausgedrückt. Ich hätte es gar nicht so genau ausgedrückt. Was deswegen auch spannend war, weil es so ein richtiger Prozess von Anfang an war mit Kalle, wo wir eben nicht nur gesagt bekommen haben, okay, das ist jetzt, ja, wir brauchen ein Plakat und das war's, sondern wir wurden dann eben auch bei der Gestaltung von dem Raum so mit einbezogen, wie was diese, achso, ihr seht ja gar nicht, wenn ich da drauf deute, also diesen Würfel, der da in der Ausstellung steht, wie könnte man den bauen, was hat der für eine Funktion und wie sitzt da vor allem auch die Typo drauf und wie leitet man die Besucher, weil es gibt bei dieser Ausstellung ging es darum, etwas aufzulösen am Ende der Ausstellung. Da waren so ganz viele gefakte Bilder. Und dann, das sollte aber nicht sofort sichtbar, nicht klar sein, wer eigentlich der Urheber ist. Und deswegen mussten die Besucher einen ganz bestimmten Weg eigentlich durch die Ausstellung gehen. Und die Art und die Positionierung dieses Würfels haben das halt unterstützt. Und wir hatten halt auch bei der Gestaltung, war uns dann irgendwie da haben wir auch wirklich viel überlegt, vielen Versuchen irgendwie klar,
dass das zwar seriös wirken muss, aber immer auch irgendwie so Fehler haben muss. Mhm. Zum Beispiel ist die Schrift, die vielleicht sieht man es da, ich glaube aber nicht, ist die Schrift, sieht die aus, als hätte die einen Fehler. Also die, es gibt keine Kurven, sondern es ist immer gebrochen, so als wäre es irgendwie einmal schlecht durch einen Scanner gejagt worden. Oder auch da ist es eben kein perfekt geklebter Zeitstrahl, sondern es hängt an den Seiten einfach so ganz lapidar es sieht natürlich nur so aus, als wäre es lapidar dahingeklebt, aber ja, es wird natürlich trotzdem mit einer Laserwasserwaage alles super ausgerichtet. Und diese eingerollten Enden, die wurden dann noch festgeklebt, damit die auch da. Also das hat alles so seine Zweideutigkeit bewusst. Ich glaube, jetzt kommt dann was mit der Schrift. Oder gleich. Nochmal groß. Da. Ja, ja, aber ausgehend von dieser Schrift, die Michael wieder irgendwo gefunden hat, kamen wir halt dann darauf, dass das eigentlich ganz wichtig ist für die gesamte Ausstellung als Charakter, dieses Nicht-Stimmige rüberzubringen. Und Sollen wir vielleicht ins Digitale springen? Oder? Ja, genau. Das haben wir auch Websites. Ja, das ist sehr spannend. So ein kleines Verkaufsgespräch ist das hier, ne? Ja. Einfach draufdrücken. Schnutzi. Eins der Themen, die vielleicht jetzt bei der Besprechung der Seite des Kunstvereins interessant sein könnte oder auch bei Dirk natürlich. Wie kann man ein großes, komplexes Konvolut an Informationen ordnen, nicht nur visuell, auch inhaltlich und sich bedingend, sodass ein Eindruck entsteht. Ein gezielter Eindruck, der vielleicht, wenn ihr die Seite des Kunstvereins vorstellt, da so ein bisschen drauf eingehen mögt, auf die Frage, wie hält man eigentlich so eine digitale Ordnung? Also meinst du jetzt so sowas wie Clusterung oder solche Geschichten? Also dass man, wenn man jetzt irgendwo hinkommt und bekommt dann, ja, das und das möchten wir alles in das und das Medium bringen, wie bringen wir das rüber? Meinst du das so? Ja, oder als User einer Website, wenn ich also die Seite des Kunst, wir können ja die Seite erstmal angucken, dann vielleicht stelle ich die Fragen hinterher. Also wenn man jetzt auf die Seite des Kunstvereins geht, hat man so, ja... Ihr seht die noch nicht, ne? Oder? Nee, gerade noch nicht. Aha. Dann glaube ich nochmal Bildschirm. Dann muss ich erstmal hier stoppen, dann muss ich jetzt das machen und dann mache ich hier das. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht... Das Internet ist für uns alle Neuland, deswegen... Jetzt haben wir es, oder? Yes. Yes, okay, gut. This is the Kunstverein in Hamburg. Die betreuen wir tatsächlich schon 11, fast 12 Jahre und hatten schon quasi mit dem vorherigen Team des Kunstvereins die Website neu gemacht und fanden die auch super. Und das jetzige Team, die Bettina Steinbrügge, die Direktorin, seit 5 Jahren, die fand die auch gut. Es waren nur so ein paar Freundchen, Fuß, bleib. Es waren nur so ein paar Sachen, die sie gerne... Naja, sagen wir mal, die digitale Welt hat sich natürlich auch ein bisschen weitergedreht und die Webseite ist stehen geblieben. Also, ne, also die war einfach auch nicht mehr so wahnsinnig gut pflegbar und war nicht mehr so zeitgemäß. Deswegen durften wir alles bearbeiten. Und dann hat sich eigentlich so, weil natürlich auch so ein neues Team einfach Sachen nochmal anders sieht, und auf der Basis dessen, was vorhanden war, auch nochmal so Sachen reingeworfen hat. Aber es war halt so interessant, weil die jetzt gar nicht die Forderung hatten, wir brauchen eine komplett neue Website. Es kam dann eigentlich eher von uns, dass wir gesagt haben, bestimmte Dinge würden wir einfach gerne anders machen. Und das ist jetzt nicht nur die Schrift oder es ist nicht nur, dass es jetzt auch für größere Monitor funktioniert, sondern es waren dann so wie die anders arbeiten mit deren Inhalten oder den Inhalten der Künstlern, kamen auch bei uns einfach dann bestimmte Fragen auf,
Das fängt damit an, dass uns aufgefallen ist bei der Durchsicht der alten Website, dass die Künstler zum Teil mehrfach eingetragen waren. Manchmal waren da auch Schreibfehler drin oder es waren Leerzeichen zu viel oder solche Sachen. Mhm. Was natürlich erstmal niemandem auffällt, aber es ist auch erstmal wahnsinnig unpraktisch, diese redundanten Informationen, die ja auch immer gepflegt werden müssen. Und dann kamen wir auf die Idee, die neue Website einfach quasi um eine Datenbank an Künstlern, wo jeder Künstler nur einmal vorhanden ist und jede Ausstellung, jedes Buch, jeder Film, jede Veranstaltung wird an diesen Künstler quasi angeheftet. So. Und dadurch kann man die gesamten Informationen immer um diese Künstler, die natürlich der Dreh- und Angelpunkt des Kunstvereins sind, herumstricken. Und andersherum ist es dann so, dass wenn man ein Buch zeigt, kann man auf eine Ausstellung verweisen oder man kann auf eine Veranstaltung verweisen, wenn man eine Ausstellung sieht oder so. Also und das hat sich einfach so durch das Arbeiten mit den Sachen, wir haben uns dann natürlich öfter mit denen zusammengesetzt, da kam auch natürlich wieder, weil das Internet ja nicht stillsteht und wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man woanders Sachen, die man toll findet. Das muss man auch alles erstmal abgleichen, ob das dazu passt, ob das auch von den ganzen Regularien passt. Der Kunstverein ist ein eingetragener Verein und nicht in erster Linie ein Shop. Und wie geht man mit den Jahresgaben um, die ja für die Mitglieder im ersten Jahr erstmal exklusiv sind? Wie will man die bewerben? Also da sind ganz viele Fragen, die da dranhängen. Und dementsprechend schlägt sich das natürlich auch in den Inhalten nieder, dass man bestimmte Sachen vielleicht mehr in den Fokus rückt und andere Sachen weniger. So. Ja, die Frage, die ich vorhin stellen wollte, die vielleicht auch für viele Studierende sehr interessant ist, ist, wie baut man eigentlich so eine Ordnung auf? Also wo fängt man an? Wann fängt man an? Und wie fängt man an? Das ist eine Frage, die vielleicht stellen wir die noch ein bisschen nach hinten, wenn wir die Seite von Dirk vielleicht mal das angucken. Wollte ich gerade sagen, genau. Das ja. Vielleicht wäre das ganz gut. Dirk Steben, ein Hamburger Künstler. Zack, und da ist sie. Genau, Dirk Steben, Hamburger Künstler. Und da ist es natürlich was anderes, wenn das jetzt eine Seite für einen Künstler alleine hat, sie einen anderen Zweck, hat eine andere Aussage, die Website. Dirk hatte, eigentlich hatte er gar keine Website vorher, oder? Doch, er hatte eine Website, aber das war immer nur sehr, mal waren die Bücher drauf zu sehen. Es war sehr rudimentär, sehr geheimnisvoll, genau. Was er auch so ein bisschen wollte. Dirks Arbeiten sind auch ein bisschen geheimnisvoll. Mhm. Und, aber er wollte sich so ein bisschen umfassender präsentieren und wollte so ein bisschen sein Archiv öffnen, aber das trotzdem noch steuern können, auch alles. Genau, ihm war auch wichtig, dass er selber einen relativ kompletten Überblick über das Archiv hat. Also die ganze Website verwaltet eigentlich auch das Archiv. Es ist aber auf der Website selber nur ein Teil sichtbar. Also Dirk kann das komplett steuern und Dirk hat auch für seine Galeristen einen extra Zugang, mit dem die Galeristen mehr Informationen auf der Website sehen als der Normalsterbliche. Und Dirk selber hat natürlich nochmal zusätzliche Funktionen. Er kann auch Listen ausdrucken mit den gesamten Übersichten der Sachen, die er dann so als Handout oder als PDF weitergeben kann. Und wir hatten bei Dirk, man sieht ja, wie man sieht, nichts außer der Navigation und einem Fadenkreuz. Und wir standen so ein bisschen vor der Herausforderung, dass Dirk natürlich, der hat seine Arbeiten, die sehr unterschiedlich auch zum Teil sind. Dann hat er Bücher, dann hat er, oder Bücher und Kataloge. Dann hat er aber auch ganz viele. Wie heißen sie? Ausstellungs... Installation Views. Und wir wussten nicht, wie stellt man das jetzt auf der Startseite dar, dass das für die Besucher interessant ist und dass trotzdem kein Fokus entsteht. Weil wir wollten jetzt nicht nur... Die Installation Views sehen zum Teil wahnsinnig toll aus. Wenn man jetzt aber nur die zeigt,
ist das ein verzerrter Eindruck der Arbeiten. Mhm. Und zeigt man nur die Arbeiten, welche zeigt man dann? Und also das war wahnsinnig kompliziert deswegen, und das führt Michael jetzt vor. Und vor allem auch weil es in seinen Arbeiten auch so ein bisschen drinsteckt, haben wir dann uns so eine Logik überlegt. Man klickt quasi irgendwo und immer kommt ein neues Bild und es kommt ein neues Bild und das kann man dann so fortführen und fortführen, sodass man sich seine eigene Startseite baut und es ist alles zufällig gesteuert und man sieht, seine Arbeiten selbst arbeiten eben auch mit so einem, mit Überlagerungen von Bildern und deswegen fanden wir, ist das irgendwie eine sehr gute Entsprechung und wenn man dann mehr wissen will, dann springt man da rein und kann sich da durchklicken durch die Bilder, die dort eben auf der Startseite jetzt zufällig angeordnet waren. Und wenn man aber direkt in sein Archiv springen will, dann kann man das natürlich auch machen. Man muss nicht über so eine experimentelle Startseite, sondern man kann sich da auch durchwühlen und was so ein bisschen geordneter, also ein bisschen geordneter, sehr geordnet seine Werke da eben sich angucken. Und was man da schon sieht, ne, dass man, was glaube ich für Künstler und was wir bei vielen Projekten mit Künstlern bemerkt haben, ist die Hauptsache, die Hauptarbeit, und da schaue ich jetzt auch niemanden an, ist so die so sich seine Sachen selber zu sammeln und also seine Arbeiten irgendwie zu digitalisieren, seine Arbeiten zu klassifizieren, zu katalogisieren. Und klar darüber zu werden, was man überhaupt zeigt nach außen. Das auch, aber auch sich so ein ganz blödes System einfach überlegt. Okay, es ist immer erster Name, dann kommt die Technik, dann kommt das Markt. Also solche ganz, so als würde man so einen Katalog für seine Einzelausstellung im MoMA machen. Und ich glaube, das war bis jetzt jedes Mal die Hauptarbeit. Ja. Für, wenn man eine Website für einen Künstler, Künstlerin gemacht hat. Ja, ja. Das ist natürlich, ich stelle die Frage ja auch deshalb, weil das oft schon während des Studiums auch ein Thema ist. Das habt ihr ja auch erlebt. Man fängt eigentlich schon, gut, vor allem gegen Ende des Studiums, merkst du schon so ungefähr, wo die Reise so hingeht. Und wenn du weißt, du willst als freier Künstler da draußen arbeiten, ist mittlerweile die Präsentation oder wenigstens das Archiv digitaler Form unabdingbar. Das ist, geht nicht mehr ohne. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man irgendwo noch ein Slidesheet rausziehen kann und das ausdruckt und dann irgendwo hinschickt oder so. Das ist nicht mehr machbar. Und deswegen. Und also es ist nichts Schlimmeres als seine Daten auf 15 Festplatten verteilt und alle sind anders formatiert und alles ist anders geordnet und dieses Festplattengewusel, was man so selbst auch so aus seinen letzten Studienjahren noch so kennt, das ist schon. Oh, das macht fertig. Also euer Ratschlag wäre dann schon, sieh zu, dass du das schnell in den Griff kriegst. Ja, also wir sind persönlich wahnsinnig gut organisiert, würde ich mal behaupten, oder? Also ich glaube, so je beamtiger, desto besser. Weil die Arbeit selbst, dein künstlerisches Schaffen, ist ja im besten Falle schon chaotisch genug und man muss es ja irgendwie ordnen. Und man muss ja irgendwie den Output auch kanalisieren. Ja, und präsentieren, darum geht es ja eigentlich so. Aber dafür braucht man auch für sich selbst erstmal einen Überblick, weil
Wenn es auf 18 Festplatten verteilt ist, kriegst du keinen Überblick, was habe ich denn eigentlich, was habe ich denn eigentlich gemacht? Und wenn dann so ein paar Jahre verstreichen. Ja, Horror. Die verstreichen ja ziemlich schnell. Ja. Also gefühlt jedenfalls. Ja, das ist ja auch so. Und also ich kann dazu sagen, bevor ich Micha kennengelernt habe und wir zusammen anfingen zu arbeiten, war mein Ordnungsprinzip eher so Modell Schuhkarton. Okay, jetzt, okay, ja. Erzähl mal weiter. Ja, geht. Das Ende der Zusammenarbeit hat sich. Ja, da seid ihr live dabei. Jetzt geht mein Hund auch noch. Sag mal. Entschuldigung. Ja, mein Hund. So, also, Michael hat den Leitsordner hier eingeführt und ich glaube, deswegen heißen wir auch Büro. Und vor allem diese Präsentationskisten. Es ist alles beschriftet. Es ist bei uns alles beschriftet. Manchmal denkt sogar jemand, manchmal denkt man sogar dran, die Kartons zu kaufen. Also, das war auch Michaels Idee mit den Kartons. Jeder Kunde ist ein Karton. Jeder Kunde ist ein Karton, manche sogar mehrere. Auch verschiedene Größen gibt es. Und das sieht auf dem Server eigentlich auch ähnlich aus. Und wir versuchen eigentlich, also es ist jetzt nicht so, das, da kann ich, also zumindest bei mir ist es so, wenn man ein neues Projekt hat und manchmal strömt ja von, dann schickt einem der Kunde alle alten Dateien. Dann kriegt man die immer garantiert noch ein zweites Mal von einem anderen Ansprechpartner von einem Kunden. Die heißen aber ganz oft anders. Und am Anfang ist immer ein Riesenchaos. Und wenn man das, also ich versuche mittlerweile immer dann auch nochmal, wenn in der Phase, wo nicht so viel ist, diesen Quatsch dann einmal aufzuräumen und alles wegzuschmeißen, was nicht doppelt ist, was doppelt ist. Und das wirklich nach so einem Ordnungssystem, was ebenfalls Michael eingeführt hat, zu ordnen. Also Ressourcen, Texte, bla bla bla. Es ist auch alles jetzt wirklich, hier wird auch nur mit Wasser gekocht oder getrunken. Das ist auch alles ganz einfach, das kann auch anders heißen, aber das hat sich bewährt und manchmal kommt auch ein Ordner hinzu, weil es jetzt ein digitales Projekt ist und man halt irgendwelche Skripte hat oder sowas. Aber anders würde man da auch nicht durchsteigen. Das gilt auch schon für unsere eigene Website, weil man dann wirklich, wir zeigen ja auf der Website auch nur einen Teil der Projekte, aber selbst die. Und wir zeigen auch nicht unbedingt auf der Website alle Bilder, die wir auf der Website gespeichert haben, sozusagen für das Projekt. Aber es sind dann doch recht viele Ordner und recht viele verschiedene Einstellungen. Manchmal gibt es von einem Motiv mehrere Einstellungen oder von einer Szene oder es gibt einen Film länger und kürzer und so. Und das muss man ja alles selber auch wiederfinden, wenn man nicht nur alle 10 Jahre mal gerade das aktuellste Projekt auf die Website stellen möchte oder verschicken möchte. Also wir machen auch ganz oft für Kunden oder bei bestimmten Anfragen bestimmte Portfolios, wie wir es eben gezeigt haben, die dann nur dieser Kunde kriegt, weil es halt Projekte sind, die in diese Richtung gehen, des Projekts, was er anfragt. Und wenn wir da jedes Mal neu fotografieren oder die Sachen neu abspeichern oder nochmal neu rechnen müssen, da kommt man ja auch zu nichts mehr. Das oder? Ist wohl wahr. So. Ja, also Michael hat ja die Ordnung eingeführt. Und die jetzt, um jetzt so auf die Gegenwart zu sprechen zu kommen, ihr habt seit diesem Jahr, glaube ich, die zweite Dépendance in München aufgebaut. Ja. Und ja, dann, ihr vorhin schon, letzten Sommer. Letzten Sommer schon, ja. Dass ihr also natürlich trotzdem physisch auch hin und her fahrt zum Teil, aber die Kommunikation auch viel online läuft. Telefonisch. Also wir sind jetzt nicht unbedingt die Zoomer und FaceTimer. Wir empfinden das beides ein bisschen als störend. Also es soll jetzt gar nicht hier gegen die Runde gehen, aber wir haben beide, finden beide dieses, ach guck mal, da ist eine Kamera und trinkst du auch gerade Wasser und so. Also ich finde das Telefon irgendwie, klar zeigt man, also klar, wenn jetzt irgendwie hier ein Karton mit Belegessenplan kommt und Micha ist nicht da, dann hole ich auch das Telefon und rufe per FaceTime an und zeige ihm das, damit er das miterlebt, wenn ich es auspacke so. Weil er sich natürlich darüber auch freut und es auch sehen möchte. Aber generell telefonieren wir halt 10-mal am Tag oder so. Mhm. Und das ist halt manchmal, ich glaube, wir beide, also du und ich, Nina, haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, dass Telefonat manchmal Sachen greifbarer macht, weil dann der Raum eher so im Kopf entsteht. Mhm. Und Video hat halt bei anderen Sachen einen Vorteil, wo es darum geht, Sachen zu sehen. Aber da wir uns halt auch so gut kennen, ist jetzt nicht unbedingt der Bedarf, dass ich Micha in seinem Schlafanzug sehe zu Hause oder Micha mich hier mit dem Hund auf dem Schoß. So, also
Und nee, und dafür, also per E-Mail sowieso, wir schicken uns die Dateien hinterher, ja. Wir haben einen Server natürlich, es gibt die Creative Cloud, die mit den Adobe-Programmen kommt, wo man halt seine Sachen verwaltet zum Teil. Ganz vieles geht bei uns aber tatsächlich auch noch erschreckend manuell. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die total digitalen Nerds sind. Also wenn, dann schon eher ich. Aber so ganz viele Tools, die wir uns mal angeguckt haben, was man alles machen kann, verwenden wir dann manchmal gar nicht weiter, weil es nicht vielleicht unpraktisch ist, aber weil es gar nicht so in unseren Arbeitsablauf passt. Und ja, ja. Wir haben dann festgestellt, dass es dann einfach auch passt, wenn man sich einen Reminder per E-Mail schickt und dazu telefoniert. So. Weil dieser Overhead manchmal so viel, wir haben das auch bei Projekten gehabt, dass dieser, wo dann Kunden ein Forum installiert haben, nur damit man da drin dann kommuniziert zu dem Projekt, also noch was hinzufügen zu dem ohnehin schon sehr komplizierten, mit Leuten, die man sofort ansieht, dass sie mit diesem Forum sofort auf Kriegsfuß stehen, das fördert das Projekt nicht. Dann ist es sinnvoller, sich zusammenzusetzen oder in Corona-Zeiten zu telefonieren oder so, anstatt jetzt nochmal ein Tool hinzupacken. Und deswegen sind wir da, finde ich, eigentlich relativ manuell. Ich meine, File-Server ist gute jetzt Mischung. Auch gute Mischung. So, genau. Aber das kann natürlich bei anderen Leuten ganz anders sein. Und man muss halt immer gucken, was liegt einem. Und ja. Ich finde, würde ich jetzt wir hatten das zum Beispiel bei unserem Rechnungsprogramm so, dass wir ganz lange was gesucht haben, was einfach praktisch ist und genau das abdeckt, was wir brauchen. Und ich habe dann immer, es gibt so ein Running Gag, ich mach das selbst. Also ich wollte dann schon irgendwie das selber so aufsetzen und Micha hat das dann immer beschmunzelt und er hatte eigentlich damit auch recht. So. Und die ganzen Versuche, die ich dann gestartet habe, haben nicht funktioniert, bis wir dann irgendwann das gefunden haben, was super passt und das verwenden wir seitdem. Und es hat auch nicht mehr, als wir brauchen. Und wenn man sich diese ganze Software anguckt, die ja auch ganz viel zur digitalen Organisation so beiträgt, es gibt ja unheimlich viele Tools, auch fürs Handy und so. Ganz viele dieser Tools, finde ich persönlich, bieten mehr, als man verwendet. Und bei mir führt das dann immer dazu, dass ich die nachher insgesamt nicht mehr verwende, weil ich immer das Gefühl habe, das rentiert sich irgendwie gar nicht, selbst wenn es kostenlos ist. Und deswegen sind wir da eigentlich, das kann auch eine Alterssache sein, relativ manuell. Jetzt ist mein Hund wieder hoch. Ja. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal so die Runde öffnen. Oh ja. Für Fragen. Oh ja. Während Ramona vielleicht alle wieder ins Boot holt sozusagen, ja. Noch die Frage meinerseits, nach dem wunderbar poetischen Titel, den ihr ausgewählt habt. Gut, ne? Wir waren mit der Farbe eigentlich immer sehr zufrieden. Was ist da der Hintergrund? Also, das ist leider ein Kundenzitat und eigentlich hätten wir noch circa 30 andere von solchen Zitaten. Da war es wirklich so, dass jemand sein Corporate Design überarbeitet haben lassen wollte von uns und dann ging es um die Farbe und wir waren mit der Farbe eigentlich immer sehr zufrieden. Wo man sich denkt, ist es ein Loriot-Zitat oder? Also man weiß im ersten Moment wirklich nicht, das war auch so, der Kunde rief hier an, so aus heiterem Himmel, wir wurden ihm irgendwie empfohlen und der Micha war unterwegs, ich war dran und er meinte zu mir, wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Das war so einer der ersten Sätze. Und dann geht man dahin, das war auch halt ein Kunde, den wir eigentlich auch schon gerne länger wollten. Wusste er nicht. Und wo wir uns sehr gefreut haben drüber. Dann geht man hin und es war alles sehr enthusiastisch und dann fängt man an, dran zu arbeiten und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr kommt so ein Satz bei etwas, wo man doch eigentlich denkt, das ist doch klar, dass es geändert werden muss. Und dann wird da um jede Entscheidung gehadert und dann irgendwann checkt man, es ging den Kunden gar nicht um uns oder um jetzt irgendwas zu verändern. Etwas zu verändern, nur so um das Gefühl zu haben. Und dann sind das so Mikroschritte, die man geht. Und das hat man immer mal wieder. Ich konnte früher, sage ich jetzt mal so ganz politisch korrekt, ich konnte früher mit solchen Dingen nicht so gut umgehen. Michael schon. Mittlerweile habe ich auch verstanden, dass das einfach so ist. Und dass das für die Kunden auch schon eine große Veränderung ist. Und dass das für die Kunden auch ganz schwierig ist, auch oft in diesen Teams und dann in diese ewig langen Meetings mit 10 Leuten, von denen aber nur einer redet und so. Und deswegen gibt es viele solcher Zitate, wo Michael und ich natürlich immer ganz spitze Ohren kriegen und dann während des Meetings natürlich auch nichts sagen, das beide aber abspeichern und kaum ist man draußen und außer der Hörweite
fällt dann von einem von uns beiden sofort dieses Zitat, wo man sich schon die ganze Zeit darüber gefreut hat, dass man sich gleich darüber austauschen kann. Ja, schön. Das ist halt immer wieder, es ist absurd. Super. Ramona? Gibt es Fragen? Na du? Gar keine Fragen. Danke für den Vortrag von mir. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich habe sehr, sehr gerne zugehört. Im Chat kamen keine Fragen. Ich würde jetzt gerne alle Teilnehmenden einmal auffordern, also jetzt ab jetzt gerne wieder Mikros einschalten, Kamera einschalten und haut eure Fragen raus. Ich habe mir auch ein paar notiert und ich würde einfach so, damit der Einstieg leicht geht, einmal einfach so anfangen. Bei dem, also ihr habt ja dann über Gordon Ramsay gesprochen und dass ihr eigentlich keine Akquise macht. Nee, ja. Und tatsächlich ist heute irgendwie das Wort Akquise auch in meinem Klassentag irgendwie gefallen. Ich finde das Wort auch so ganz schrecklich und ich fand das jetzt irgendwie ganz cool, dass ihr gesagt habt, wir machen keine Akquise. Aber hängt ihr schon so auf Ausstellungseröffnungen ab oder sind das so Freunde? Ja, ja, okay. Ja, kam mir aus der Pistole geschossen. Also ich finde, das Wort Akquise klingt auch so hässlich. Ich finde es aber auch irgendwie nicht so cool, immer mit jedem mal ein Bier getrunken zu haben, bevor ich mit dem zusammenarbeiten kann. Und irgendwie scheint ihr da ja einen ganz guten Zwischenweg gefunden zu haben, was halt irgendwie euch ja irgendwie in so ganz verschiedene Ebenen von Kundinnen und Kunden irgendwie wirft. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Ich frage mich halt, also wie ihr da eine Balance findet, irgendwie jetzt nicht nur irgendwie Veranstaltungen abzuhängen, aber jetzt und halt irgendwie noch Sachen ordentlich gemacht zu kriegen. Also wir gehen tatsächlich kaum zu Veranstaltungen und halten uns eigentlich auch aus diesen ganzen Netzwerken und wir machen mal ein ganz tolles Projekt zusammen und wir machen so viele Projekte zusammen und wir arbeiten gerade mit einem ganz tollen Fotografen. Wir halten uns eigentlich auch ziemlich raus, weil uns das auch nicht so liegt. Also wir machen so unser Ding und haben beide so einen gewissen Empfindlichkeitsgrad, was das Professionelle angeht und um es mal so zu sagen. Und, bitte, schau das mal aus. Es müssen bestimmte Sachen einfach stimmen und tatsächlich empfinde ich jetzt, ich spreche jetzt einfach mal nur für mich, ich weiß nicht, wie es bei Michael ist, nee, aber ich empfinde das manchmal wirklich, ich habe das auch im Studium immer gehasst, dieses, oh, jetzt lass uns doch mal ganz zusammen diese Wand angucken und überlegen, wie wir das hängen und dann nach 3 Tagen ist immer noch nichts da, außer 3 Bleistiftstriche an der Wand und das ist nicht mein Arbeiten. So, und ich empfinde das auch, also gerade diese ganzen Veranstaltungen, sei es jetzt grafisch spezifisch oder auch so bei Ausstellungen, ich habe da auch keine Lust, mich über Schriften und über die neuen Adobe-Programme zu unterhalten und so arbeite ich auch nicht. Wir sind auch beide, also wir haben auch kein Grafikmagazin abonniert und ich gucke auch nicht auf Page Online, weil ich selber auch finde, dass die Sachen, die da online sind, ich habe das Gefühl, das ist immer so ein Online-Archiv, aber dann ist das tatsächlich deren aktueller Content, aber es ist eigentlich schon ein halbes Jahr alt und wir holen unsere Sachen und unsere, ich sage jetzt nicht Inspiration. Ich wollte gerade fragen, woher hast du denn deine Inspiration? Ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, auch ganz schlimm, danke. Also Inspiration ist Horror. So. Kreativ. Kann man gleich sagen, man hat es irgendwo kopiert, auch okay. Aber das kommt aus Musik, aus Film, aus irgendwas. Alltagsbeobachtungen, auch dieses Fotografische ist natürlich bei uns, dadurch, dass wir halt, ich glaube schon, dass dieses, dadurch, dass man das studiert hat, also jetzt, dass man da einen großen Teil und auch mal dachte, man wird Fotograf und so, hat man schon so bestimmte Beobachtung oder bestimmten man Blick, arbeitet schon anders, bestimmten Blick für Dinge. Mhm. Und ich merke das bei mir persönlich immer, dass ich manchmal offener für bestimmte Situationen bin, die mir plötzlich so auffallen und an manchen Tagen sehe ich gar nichts, was ich irgendwie besonders finde. Da sehe ich nur meinen Hund. Und dann ist es das auch. Und um jetzt aber wieder so zurückzukommen zu dieser Akquise, wir machen keine aktive Akquise im Sinne von, wir machen einen Zettel und wir machen irgendwas. Wir sorgen aber schon so dafür, dass man uns irgendwie wahrnimmt, indem man vielleicht versucht, im Netz gefunden zu werden bei den richtigen Begriffen. Oder dass man halt
Ja, wie machen wir denn noch Akquise, Michael? Wir machen eigentlich keine Akquise, ne? Also ach, vergesst das wieder. Nee, also in unserem Fall ist es ja wirklich so, dass es entweder es kommt durch einen persönlichen Kontakt oder durch den persönlichen Kontakt eines Kontakts, also über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Und Empfehlungen, aber ansonsten hat sich das nicht wirklich ausbezahlt, weil dann sagen sie ja, es ist sehr nett, dass sie uns anschreiben, aber also kennt man ja selber. Man wird ja selber auch angeschrieben und ja, ich bin ein toller Fotograf, ja klar, aber ich brauche jetzt gerade keinen Fotografen. Ja, und es muss letztlich halt auch immer passen. Also ich habe für die Agentur, für die ich in Berlin das Büro aufgemacht habe, die haben ganz viel darüber akquiriert, dass sie zusammen mit Leuten was trinken gegangen sind und tolle Sachen akquiriert. Aber ob das jetzt immer auch deswegen gute Projekte waren, zweifle ich so. Und ich glaube, wir filtern viel einfach, indem wir zu bestimmten Sachen nicht gehen und indem wir auch wissen, was wir nicht können. So. Wir gehen jetzt auch nicht raus. Also wir haben, wenn man jetzt unsere Leistung auf der Website anguckt, dann wirkt das schon so, als wenn wir sehr, 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 sehr viel anbieten. Das ist vielleicht auch so, aber ich persönlich empfinde das gar nicht so. Ich empfinde das trotzdem noch als relativ bewusst ausgewähltes, schmales Terrain, weil wir machen keine Werbung, klar machen wir mal eine Werbeanzeige, wir sind aber keine Werbeagentur und klar machen wir auch Text, aber ich würde mich jetzt nicht als Texter, also überhaupt nicht als Texter bezeichnen, aber klar fällt einem auch mal eine gute Headline ein oder ein guter Vortragstitel und so. Das geschieht aber eher so nebenbei und ich finde dieses Wissen, was man nicht machen möchte und für welche Kunden man sich nicht eignet und für welche Projekte man sich nicht eignet, das hilft einem wahnsinnig, bestimmte Sachen auch nicht dann anzunehmen. Aber wir sind auf der anderen Seite auch, weil du hast es vorhin auch gesagt mit dem kleinen Weinhandel, mich, ein Freund von Michael hat so ein Weingut, das ist wahnsinnig klein, er macht einen super Wein und für die machen wir die Labels so seit langem. Wir haben Architekten, Architektinnen, für die wir nur die Visitenkarten und die Website machen. Und also das heißt jetzt nicht, dass man Sternekoch und Millionär sein muss, dass man bei uns ein Projekt platziert bekommt. Gar nicht. Also gerade die oder Kunstvereine sind ja eigentlich notorisch dafür bekannt, kein Geld zu haben oder dass es da zumindest immer mangelt oder sowas. Oder also gerade der Mix an Sachen. Es geht ja um das Thema und die Inhalte und auch wie das Team ist und wie gut man zusammenarbeitet und was man dadurch möglich macht. Also oftmals ist gar nicht das Budget das Problem, sondern dass man vielleicht auch sagt, okay, braucht ihr denn wirklich ein Buch und 10 Broschüren oder kann man nicht sich überlegen, ob man die Broschüren anders gestaltet und das Buch dadurch einspart? Oder also so, und wenn man da eine Offenheit hat, dann kann man auch plötzlich für die kleinsten Budgets auch druckmäßig oder in der Produktion ganz tolle Sachen machen. Und das ist, finde ich, so eine Stärke, dass man sich da auch auskennt. Also auch produktionsmäßig und in den anderen Disziplinen. Also zum Beispiel, was Micha vorhin meinte, Silberschmied oder... Aber eigentlich, finde ich, ist es ja immer so, es muss die Chemie stimmen, weil sonst ist es sehr absehbar, dass es nach einem halben Jahr wirklich knirscht und dass man einfach nicht zum Kunden passt. Und das muss man auch erstmal verstehen, dass es manche Beziehungen gibt, die einfach nicht dafür gemacht sind für einen. Oder liegt, glaube ich, auch ganz oft daran, dass der Kunde oder also die Organisation oder wie auch immer auch vielleicht nicht wirklich verstanden hat, was wir wollen, was wir machen wollen oder was unser Anspruch daran ist, sondern die sehen dann das, was wir gemacht haben und sagen, oh, das ist aber ein schönes, schlichtes Logo. Das wollen wir auch. Das möchte ich auch. Und dann sagen wir, ah, sie möchten was ganz Schlichtes. Ja, so im Bauhausstil. So, und dann hängt man mit dieser Aussage da und denkt sich, ja, aber Bauhausstil, das ist für mich jetzt gar nicht schlicht. So, und dann kommen die mit dem Eileen Gray Beistelltisch und das ist ja nicht, das ist auch Bauhaus, aber jetzt halt nicht nur. Und wenn man sich das gesamt, also so. Und das sind diese Missverständnisse, also wir sind besser geworden mit der Zeit, muss ich sagen. Also ich hatte früher auch alleine und am Anfang hatten wir auch öfter so Fehlgriffe,
wo das genau solche Missverständnisse waren, die einen dann zusammengebracht haben. Und dann dachte man sich nach ein paar Monaten, oh Gott, wie kommt man denn wieder raus? Mhm. Und mittlerweile ist das besser, aber das ist natürlich auch alles vorgefiltert dadurch, dass wir über Leute empfohlen werden, ja. Ist das ja schon mal gefiltert, weil man mit denen dieses Ganze schon mal durchlaufen hat. Das ist natürlich auch eine gute Situation, in der das man stimmt. Dann, dann das ist. Stimmt. So. Das heißt, ihr als Büro, ihr haltet schon auch ein Maß mit den Projekten, die ihr annehmt, in der Menge der Projekte, die ihr bewältigen könnt und der Qualität der Projekte, die ihr wünscht, um eure Vision, wie die Frage ganz am Anfang, euer Profil als Büro Ballmann Weber genau so weiter wachsen zu lassen, dass ihr möglichst immer wieder hinter jedem Projekt stehen könnt und sagen könnt, das ist gut. Ich glaube, dass auch da ganz viel sich selber erübrigt oder so, weil man schon bei den ersten paar Kontakten merken beide Seiten, glaube ich, ob es passt oder nicht. Oder mhm. Und dann auch, also dann schon allein so Sachen wie, ja, aber wir wollen eine Website und es gibt 2000 Euro. Ja, dann kommen wir auch gar nicht zusammen. Und dann ist vielleicht die Wertschätzung und unser Anspruch kommen dann überhaupt nicht mehr zusammen. Und dann, glaube ich, ist es auch oft so, dass es dadurch sich erübrigt, ohne dass wir jetzt ganz bewusst Gibt's Fragen von euch in der Runde an Michael und Matthias? Irgendwelche Gedanken? Es muss gar nichts Ausformuliertes, Brillantes sein, sondern es kann eine Frage sein, auch die sich auf ganz praktische Dinge richtet, die ihr vielleicht gerade in eurem Studium oder in eurer beruflichen Welt behandelt. Sophia, komm. Soll ich mal? Ja. Ja. Muss ich dieses Jahr Corona-bedingt auf den Salat auf eurer legendären Weihnachtsfeier verzichten? Ja, leider. Also Sophia, diese Frage, das legt jetzt ja nahe, dass wir uns persönlich kennen. Und dass du da, wo ist sie denn jetzt hin? Jetzt sehe ich sie gar nicht. Ganz unten sehe ich sie. Achso, ich bin ja auch ein bisschen. Aber ich bin so froh, dass du die legendäre Weihnachtsfeier ansprichst. Ja. Ja, Micha und ich, bevor Micha nach Hamburg kam, bin ich 3 Jahre lang mit den Kunden zu Weihnachten essen gegangen. Das war ja noch alles überschaubar, das konnte er noch bezahlen. Dann kam Micha und ich meinte, also Micha kam im August nach Hamburg und dann meinte ich, Weihnachten gehe ich mal mit den Kunden was essen. Also würden wir jetzt mit den Kunden was essen gehen? Und er meinte, essen gehen? Wollen wir das nicht lieber was zusammen kochen und was selber machen und so? Meinte ich dann, ja, aber wie viele Leute denn kochen? Ja, für 20 Leute kochen, kannst du das? Und dann haben wir so eine Mietküche gemietet in der Schanze und haben für Leute gekocht. Und das haben wir ein paar Jahre gemacht. Es wurden immer mehr. Ich glaube, 35 Leute haben wir dann in der Elblounge gekocht. Das war so ein wahnsinnig toller Veranstaltungsort in der Elbchaussee. Ja. Ja. Das war so eine Feier, wo die Leute hinkamen und dachten, die bezahlen uns wirklich zu viel. Also Elbchaussee-Villa und fünf Gänge aus der Profiküche, die 90 Quadratmeter hatte oder so. Und dann haben wir irgendwann, 2012, als wir das Büro hatten, seitdem machen wir die Weihnachtsfeier hier. Und ich glaube, das ist unsere Akquise. Das ist vielleicht unsere Akquise. Yes. Jawohl. Investiert einfach in ein gutes Stollenrezept und Wiener Würstchen, Kartoffelsalat. Und dann müsst ihr Michael immer fragen, noch einmal im Jahr, was es noch dazu gibt. Ich schlage jedes Mal Gulaschsuppe vor, die ich machen würde. Michael sagt dann immer, ja, gucken wir noch mal. Und dann kommt er mit irgendeinem immer tollen Sachen um die Ecke. Ja, also dieses Jahr gibt es Corona-bedingt keine Weihnachtsfeier. Ja, leider. Das finden wir auch tragisch, auch die Hunde finden es schlimm. Ja, sehr tragisch, finde ich auch. Ja, tut mir leid, aber wir können es gerne so sehen. Ja, ich komme vorbei. So, und weiter berufliche Fragen.
Gibt es eine Corona-Frage? Außer das Wort Corona-Frage. Ja, genau. Corona. Hat sich da für euch irgendwas verändert? Als das losging, also ich war auf einer Galerieeröffnung in Berlin, als dass ich abzeichnete, dass langsam was passiert, und kam dann zurück und die Züge waren alle ausgebucht und ich merkte, irgendwas ist komisch. Und dann habe ich das Wochenende so irgendwie im Kopf so drüber nachgedacht, im Kopf, dass wir ja zu 80% Kunden haben aus Gastronomie, Hotellerie und Kultur. Genau die Sachen, wo es hieß, die finden erstmal nicht statt. Und dann habe ich dann ab Montag, oder wir haben natürlich da ganz viel drüber geredet, und dann habe ich am Montag mit ein paar Kunden telefoniert, und dann stellte ich aber überraschenderweise fest, dass die alle schon, zum Beispiel der Kunstverein, die waren dann schon 10 Tage lang dabei, virtuelle Führungen zu planen. Virtuelle Führungen zu planen. Und fand das hat mich so aufgeladen. Also ich fand das so toll und so konstruktiv, dass man merkte, dann haben wir so einen Business-Club, für den wir arbeiten, die haben dann diese Pause genutzt, statt in den Sommerferien in diesem Lockdown ihre Räume umzubauen. Und die wurden komplett entkernt, alles wurde neu gemacht. Und das war für die eigentlich ein guter Move. Und das fand ich so toll, dass das bei mir selber auch so ganz viel ausgelöst hat. Und wir sind ziemlich gut dadurch gekommen, muss man sagen. Also die klassischen Phasen im Frühjahr und jetzt im Herbst, wo Neuprojekte immer so bei uns anlanden, die sind so ein bisschen weggefallen oder so ein bisschen flacher ausgefallen. Aber dafür sind die Sachen, die da waren und die liefen, zum Teil größer oder umfangreicher geworden. Wenige Projekte, aber dafür größere, das stimmt. Ja, und damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Nee, unbedingt. So, ja. Ist auch, glaube ich, nicht die Regel, ne? Aber gibt... Also ich glaube tatsächlich, ich habe gerade gestern mit einem Freund darüber geredet und neulich mit einem anderen Grafiker, der eine ähnliche Bürogröße hat, einen Tick größer als wir, der auch ziemlich gut durch das Jahr gekommen ist. Und ich glaube aber fast, dass große Agenturen, also wirklich große Agenturen, so 30, 40, 50 plus, wirklich, dass das wirklich problematisch für die ist. Weil natürlich ein großer Etat, und wenn du irgendwie 300 Leute durchbringen musst, das ist schon eher überlegt, als wenn du mal sagst, wir nehmen 5.000 Euro in die Hand. So. Ja, das stimmt. Und da ist dann diese Wendigkeit oder dieses Kleinere, und wir haben jetzt ja auch gar nicht so den Drang, unbedingt riesig zu wachsen, weil wir einfach auch wissen, dass sich dadurch auch unsere... Also hätten wir jetzt 5 Leute hier, dann würden wir beide gar nicht mehr nur mit Gestaltung zu tun haben, sondern dann würden wir auch ganz viel Management leisten müssen und Moderation. Und das wollen wir gar nicht so sehr. Deswegen sind wir jetzt gar nicht darauf erpicht, dass wir jetzt in 10 Jahren 10 Leute sind oder so. Und das ist, glaube ich, momentan auch wirklich ein Vorteil. Absolut, absolut. Stellt doch mal eine Frage. Wann hat man schon Ballmann Weber vor sich? Ja, genau. Wann? Zusammen. Stimmt. Michael fährt morgen nach München. Ja, das finde auch ich schlimm. Und über den Hund wollen wir gar nicht reden. Nee. Hört man mich? Ja. Jetzt nochmal zu dem, der Kunde passt zu mir, der Kunde passt nicht zu mir. Ist es für euch ein Luxus, dass ihr das sagen könnt, oder ist es eine Grundlage, dass ihr das sagen könnt, um Qualität zu leisten? Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Das ist... Gute Frage. Ja, total. Mhm. Das muss man sich leider irgendwann eingestehen, dass es kein Luxus ist, sondern es geht nicht anders. Das ist Notwendigkeit. Ja, weil du machst dich total verrückt und es geht keinen Schritt weiter und man versteht sich nicht und irgendwann wird man laut oder keine Ahnung. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Das muss man sich dann irgendwann auch mal sagen. Es führt auch zu keinem guten Ergebnis. Also auch, genau so ist es. Ich hatte so Situationen, als ich alleine war, früher auch schon, also alleine gearbeitet hatte, aber mir wurde das nicht klar, weil mir halt der Spiegel fehlte. Also indem man zu zweit ist, wird einem das natürlich meistens in dem Moment auch bewusst, weil der andere einem das spiegelt. Wenn man alleine ist, ist das ganz oft schwer, so zu fassen, was jetzt nicht stimmt. Und ich finde, als wir vorhin drüber geredet haben, dachte ich auch so, oh, das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben. Es ist aber überhaupt nicht so, weil ich finde auch nicht,
Also alle verlieren. Man selber, also die Stimmung ist doof. Ja, das Projekt wird kacke. Ich finde auch dann meine oder Michael oder unsere Arbeiten nicht gut. Nee. Also das ist natürlich okay und sauber gemacht und so, aber es ist jetzt nicht wirklich das Herzblut. Das Herzblut fehlt, ist jetzt nicht wirklich das Beste, was man machen kann. Und der Kunde kriegt eigentlich auch nicht das, was er eigentlich möchte. Und manchmal sind die auch, also das ist, ich empfinde das als so ein Nullsummenspiel. Und ich finde, das ist eher eine Notwendigkeit und dieses sich eingestehen. Also ich finde, dass wir über die Jahre, dass diese Phasen in denen, oder diese Zeiträume, in denen man sich das eingesteht, kürzer geworden sind. Also dass man schneller sagt, das wird was oder das wird nichts. Genau, so. Oh. Also manchmal, also ich meine jetzt nicht, dass man jemanden kennenlernt und dann läuft das Projekt schwierig an. Da hatten wir jetzt gerade einen Fall, wo es auch schwierig anlief, aber das hat sich jetzt als eine ganz tolle Kunden-Bürobeziehung herausgestellt und die nehmen wirklich auch die Sachen ganz toll an und es ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit einem sehr schönen Ergebnis oder sehr schönen Ergebnissen. Das meine ich nicht, sondern ich meine das, was dann nach dieser ersten Phase kommt, wenn es wirklich an das Arbeiten geht, wenn es wirklich auch daran geht, okay, wir haben jetzt die Sachen, jetzt braucht ihr das und das und das. Und dann merkt man manchmal, das wird so geblockt und das wird anders gewollt und die wollen dann doch wieder das in ihre normalen Arbeitsabläufe eingliedern, obwohl sie doch eigentlich was anderes bräuchten. Und oder dann schlägt man Papiere vor, dann heißt es, naja, dann kommen wir jetzt wieder zum Titel des Vortrags, wir hatten aber immer ein Papier, das war eigentlich ganz toll. Und dann guckt man sich das Papier an und denkt sich, gut, irgendwo muss man ja auch die Sachen einwickeln drin. Also das, und dann merkt man, das greift nicht. Und wenn das nicht greift, dann kann man natürlich 10 Vorschläge machen, aber irgendwann denkt man sich, ich meine, wir haben hier ganze Wände voll, das ist für mich als Bereich, mit Papiermustern, aber dann merkt man, da fehlt die Bereitschaft. Und dann kann man natürlich, also das macht dann keinen Sinn, nochmal 10 oder 20 oder 300 Sachen zu zeigen. Und dann stellt man das ein. Und dann stellt man das immer bei anderen Sachen auch ein, weil dann darf es nicht der Druck sein. Dann wollen sie aber bei der Webseite ein ganz bestimmtes System, wo man aber selber weiß, okay, das ist unsicher, das ist nicht gut, das ist nicht flexibel, da könnt ihr in 2 Jahren alles neu machen. Nein, das wollen wir aber. So, ist das jetzt, kann man dann jetzt damit gut arbeiten? Nein. Also im Grunde erspart man sich damit viel Ärger. Mhm. Ja. Letztlich ist es tatsächlich für den Kunden nicht gut investiertes Geld. Mhm. Gerade jetzt in Bezug auf Druck und sowas, ist es dann für uns nicht wirklich ein Verdienst. Die würden sich auch, die würden uns auch nie weiterempfehlen, weil sie eigentlich nicht zufrieden sind. Genau. Und ganz ehrlich, eigentlich ist das eine Arbeit, die auch jeder, das soll jetzt auch gar nicht blöd klingen, aber die jeder Student kann. Weil da geht es eigentlich nur darum, die Idee, die der Kunde hat, im Kopf irgendwie sauber umzusetzen. Das ist eigentlich ein Reinzeichnungsjob. So. Mhm. Kann man natürlich auch machen und wir haben solche Sachen auch manchmal, wo wir einfach Sachen, weil es auch manchmal aus so einer Not heraus geboren ist oder weil es bestimmte Bedingungen sind, die wir jetzt gar nicht gut kennen, wo der Kunde sagt, ich brauche das jetzt aber einfach so, haben wir auch, machen wir auch, alles klar. Aber man muss, irgendwann kommt man dazu, sich das eingestehen zu müssen. Mhm. So. Sonst macht man jeden Quatsch. Hat das deine Frage so ein bisschen beantwortet? Okay. Noch eine gute Frage. Ja, hi Michael und Matthias. Ich habe eine Frage zu eurem Work-Life-Balance, ob ihr dazu irgendwas sagen könnt. Also ich kann mir vorstellen, dass die Hunde spielen schon mal eine Rolle, die in eurem Bürogebäude sind, aber könnt ihr noch irgendwas dazu sagen, ohne irgendwie, genau, jetzt euch zu sehr privat ausfragen zu wollen, aber ihr habt bestimmt sehr stressige Phasen und habt ihr irgendwie Strategien über die Zeit entwickelt? Also das kommt jetzt vielleicht ein bisschen, komisch, aber wir arbeiten von 10 bis 18 Uhr und wer danach anruft, erreicht uns nicht. Also bestätigen. Es gibt Ausnahmen. Nein, und das geht wieder in diese Richtung, dass wir wenig Kontakt haben zu dieser ganzen kreativen, verrückten Netzwerkszene und so. Also man studiert und kriegt das alles mit und ich war so lange in der Agentur und mit dem Kicker und die Mikrowelle und das und dann kam der Pizzabote um 11 und dann haben wir bis in die Nacht noch geil und kreativ und sowas. Wir glauben ja, dass man das alles gar nicht braucht, wenn man einfach arbeitet.
So, und wir sitzen hier um 10, trinken schön Kaffee, spielen mit den Hunden, arbeiten, gehen Mittagessen, lassen uns auch mal Zeit, gehen mit den Hunden draußen rum. Also wenn wir beide vor Ort sind, wenn ich alleine hier bin oder Michael natürlich alleine in München, dann sehen die Tage auch anders aus natürlich. Und es gibt natürlich auch Tage, wo man morgens um 8 Mal beim Kunden ist oder in der Druckerei oder wo man zum Kunden fährt, weil man mit dem ein ganzes medizinisches Buch durchgeht oder so. Also das gibt es alles. Es gibt auch ganz viel Wochenendarbeit. Bei der Kunstvereins-Website weiß ich, dass ich die letzten 3 Monate, glaube ich, komplett zu Hause, also am Wochenende komplett zu Hause vor dem Bildschirm verbracht habe. Aber generell glauben wir, dass man die Arbeit gut schafft, ganz normal. Dann sind wir halt mal bis 7 hier und so. Und vielleicht, ich bin so ein Typ, der gerne auch mal abends noch mal was schreibt oder der noch ein Angebot abends sich überlegt oder noch mal einen Text oder sowas. Ich ja in der Früh. Michael ist so ein Frühaufsteher, der setzt sich dann gerne morgens um 7 oder so dahin, wo ich noch gar nicht die Augen aufkriege. So, und tatsächlich empfinde ich als unsere Work-Life-Balance als extrem gut und ausgeglichen. Mhm. Und weil wir halt auch uns den Arbeitsraum so gestalten, wie wir das möchten. Also wir sind wahnsinnig professionell und wir sind für die Kunden da. Und so professionell. Auch das kann ich bestätigen. Aber also wenn ich eure Antwort jetzt höre, würde ich sagen, erst dachte ich, du sagst so von 10 bis 18 Uhr und sonst gar nichts. Und dann wurden die Grenzen doch etwas fließender und etwas... Es ist so viele Ausnahmen, die diese aber das muss ich wirklich sagen, das stimmt, ja. Aber so, das ist wirklich, das sind Ausnahmefällen. Das sind Ausnahmefällen. Zu 80% arbeiten wir von 10 bis 18 Uhr. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen Kundenerziehung. Es ist tatsächlich so. Wenn wir um 9 Uhr noch E-Mails beantworten, dann kommen die danach um 10 und wenn wir die um 10 beantworten, kommen die um 11. Mhm. Wir hatten auch schon Kunden, die schreiben nachts um 2 gerne E-Mails. Ist ja mein Tipp, habe ich früher auch gerne gemacht. Nie eine gute Zeit, um jetzt E-Mails zu schreiben, schon gar keine ernsten. Man muss dann auch sagen, nee, ist nicht. Und es ist ja eh so, Michael guckt in seine E-Mails immer mal wieder, ich gucke auch dann rein. Man merkt dann schon, wenn es dringend ist. Hm. Oder wenn wir wissen, da ist jetzt irgendwas und es druckt ja auch keinen Druckerei abends um 10, wie die Kunden immer denken, das geht jetzt noch in die Druckerei oder so. Also da kommt morgens um 7 der Sachbearbeiter, guckt sich das an, gibt die Mappe in die Druckerei. Und also da muss man auch mal so ein bisschen gucken, wie es denn eigentlich wirklich ist. So. Und wir haben einfach auch zu viele Erlebnisse gehabt mit so Sachen wie, das ist ein ganz wichtiges Projekt, also da müssen wir jetzt aber unbedingt den Urlaub so planen, dass wir das wirklich noch hinbekommen. Ja. Und Michael hatte früher so ein sehr schönes Ferienhaus im Bayerischen Wald, da ist er dann immer hin. Und dann hat, weiß ich, 2-3 Mal hat man das dann so geplant, Michael meinte, ja, dann fahre ich dann los, dann haben wir auf alle Fälle das schon in der Druckerei, plus eine Woche drauf und dann fahre ich los. Was passiert? Es verschiebt sich aus irgendeinem Grund, der völlig lapidar ist, genau zu der Zeit ist Michael dann nicht da. Und dann kommt man am Anfang natürlich, dann verschiebe ich es nochmal. Mhm. Das macht gar keinen Sinn. Wir planen den Urlaub so, wie er ist. Und wenn dann irgendwas Spannendes ist, dann sagen wir, sind wir nicht da oder Michael ist nicht da. Meistens ist einer von uns da. Und es hat bis jetzt dann auch immer so geklappt. Mhm. Einfach so sagen. Mhm. Und ich glaube, dass dieses andersrum in 80% der Fälle nicht nötig ist. So. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass wir das nicht ernst nehmen. Wir nehmen das wahnsinnig ernst. Was so manchmal auch an dringenden Dingen sind, das war jetzt ja gerade durch Corona mit den ganzen Gastrokunden und so schon das ein oder andere, was dann plötzlich ganz schnell gemacht werden musste, wo man auch schnell eine Lösung finden musste, die desinfizierbar ist oder die nur einmal verwendbar ist und die schnell gedruckt werden kann und die nicht wahnsinnig teuer ist. Aber man muss auch mal immer so ein bisschen gucken, dass man die Füße auf dem Boden hat und sich dann nicht irre machen lässt. Würde ich so sagen. Ja. So. Ja, das stimmt. Also unsere Work-Life-Balance ist gar nicht schlecht. Und ich glaube, dass das auch wirklich extrem wichtig ist und dass das auch eigentlich viele haben könnten. Mhm. Weil es dabei ja auch um Ressourcenschonung geht, also um effektives Arbeiten. Das lernt man ja auch, nicht Sachen, Handgriffe 15 Mal zu machen, sondern sie so zu gestalten, dass man sie einmal macht und dann möglichst sitzen. Und natürlich die eigene Energie, die eigene Kraft, die eigene Kreativität, die Quelle für das Ganze auch schont. Ich finde das auch, also für freie künstlerische Arbeit, ein sehr schwieriges Thema, weil es
viel, viel schwieriger umzusetzen ist als geahnt. Mhm. Und, in freien, kreativen Berufen allgemein ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, ich meine, ganz viele Künstler arbeiten ja auch so, der Dirk zum Beispiel übrigens auch, der Großteil seiner Arbeit besteht eigentlich darum, dass er gar keine Bilder macht, sondern dass er ganz viel sammelt. Das sind Fotografien, das sind irgendwelche Gegenstände, dass er die auf Reisen sammelt, das sind Eindrücke, das sind Gedanken. Und dann geht er in sein Atelier und produziert, er nennt das auch tatsächlich so, dann vielleicht 5 Tage am Stück oder 10 Tage am Stück, da darf man ihn eigentlich auch nicht stören. Und das ist dann wie so ein Output, mhm. so, den er dann schafft. Aber natürlich gibt es auch die Künstler, die quasi im Atelier wohnen und immer den Pinsel in der Hand haben und immer ständig malen. Also das ist eine sehr individuelle Geschichte. Aber und ich kann auch verstehen, wenn jemand, das ist dann auch so eine Gefühlssache, einfach rund um die Uhr arbeiten oder das Gefühl hat, rund um die Uhr arbeiten zu müssen, damit er erfolgreich ist. Das ist aber, glaube ich, oft auch einfach so ein persönliches Ding, was man hat. Und nicht unbedingt. Und es ist ein Lernprozess auch, ne? Also ja, total. Spielt Erfahrung natürlich eine große Rolle. Ja, das stimmt. Ich habe früher sehr viel mehr gearbeitet. Ja. Also sehr viel länger und sehr viel auch Sachen 1000 Mal gemacht und auch Sachen auch viel mehr Entwürfe. Also mittlerweile auch, wenn wir Logos abgeben und Entwürfe abgeben, wir geben auch manchmal nur einen Entwurf ab, weil wir sagen, das ist es halt. So, das ist das, was jetzt gerade passt. Manchmal gibt es natürlich dann Kunden, die sagen, ich würde gerne 2, 3 Sachen sehen. Dann kriegen die das. Aber ganz oft sagen die auch, okay, das verstehen wir und das passt. So, und das ist dann so eine Entscheidung, die schon bei uns liegt. So, ja. Und dann einfach, und ich habe früher auch gerne mal 30, oder wir hatten auch schon Projekte, da haben wir irgendwie 20 Logos gezeigt. Das führt aber nicht zu dem besseren Ergebnis. Nee. Also bin ich mir ganz sicher. Die entscheiden sich dann immer für das kleinste Übel, also oder für das, was am nächsten an dem dran ist, was die sich vorgestellt haben. Und das ist ganz selten eine gute Entscheidung. Eigentlich wäre man besser beraten und macht wirklich eine ganz, ganz harte kleine Auswahl. Und das kann man eigentlich auf alles Mögliche anwenden. Mhm, das ist ein guter Punkt. So. Ja. Ja. Ja, das ist ein Lernprozess. Aber es ist ein Ramona, brennt dir noch eine Frage auf der Zunge? Ich wollte mich ein bisschen zurückhalten. Also, also hier steht bei mir jetzt so als Notiz, wie passt es wirklich mit den Agenturen? Das habe ich jetzt herausgehört, aber irgendwie, also ich habe auch irgendwann jetzt gesagt, ich arbeite nur noch von so 10 bis 19 Uhr für Unisachen und so. Verstehe ich auch voll. Deshalb feiere ich irgendwie die Entscheidung. Ich finde halt den Schritt aber schwierig und ich habe immer noch manchmal ein schlechtes Gewissen, ob ich das mir wirklich leisten kann, das zu machen. Aber ja. Vielleicht muss ich mir einfach auch die Leute besser aussuchen oder die Energie ein bisschen besser verteilen. Ich glaube, vieles kann man jetzt, die Bildqualität ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber ich würde trotzdem mal vermuten, dass du jünger bist als wir. Es ist tatsächlich auch eine Sache, wo glaube ich auch ein bisschen das Alter und die Erfahrung, und dazu brauchst du halt einfach auch so eine Berufserfahrung, so ein paar Jahre. Ich glaube, das kommt tatsächlich auch dadurch, dass man auch ganz viel merkt, oder? Denkst du nicht? Mhm. Ja, also naja, es kommt aber auch einfach. Was? Hm? Ich hatte mich gerade eingemischt. Kommt ja auch ein bisschen darauf an, ob du jetzt im Job deine Zeit strukturierst oder im Studium. Das finde ich, würde ich auch nochmal auseinanderhalten. Ja. Also das Studium ist nochmal ein anderer Prozess, der da abgeht. Ja. Da muss man natürlich auch seine Energie irgendwie gut einteilen, aber die ganzen Jahre übers Studium, die würde ich schon nochmal anders auch betrachten als jetzt so den Berufsalltag. Berufsalltag, wenn man das so sagt. Mhm. Ja, einfach auch, weil natürlich spielen ja auch so Sachen wie Erreichbarkeiten und Reaktion auf Sachen und Dinge machen und verschicken und dann eine Rolle. Ne? Also, aber gerade wenn man irgendwie frei arbeitet und wenn es jetzt nicht innerhalb des Studiums ist, sondern danach,
Und dann ist natürlich sowas wie, man spürt ein schlechtes Gewissen oder so, schon nicht gut, weil dann das natürlich auch sagt, naja, aber was macht denn der Sachbearbeiter im, also der hat ja auch seine ganz klaren Zeiten und ich glaube, man muss sich so ein bisschen mehr wertschätzen oder so seine eigene Ressourcen und seinen Wert. Also, wenn man jetzt mal so guckt, ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis, wo ich durch die Stadt gegangen bin und der Bus nicht weiterfuhr und ich dann zu Fuß gehen musste, weil gestreikt wurde und da wurde dann für die 36,5-Stunden-Woche demonstriert. Und wenn man mal so hochrechnet, wie viel wir arbeiten, das ist dann schon mehr als 36,5 Stunden. Und die demonstrieren da aber und wollen das haben, weil sie das halt als Maximum empfinden. Und so ein bisschen muss man ja auch für sich gucken, okay, was ist für einen selber das Maximum? Was möchte man nebenher noch machen? Und ich glaube eh schon, dass man dadurch, dass man halt doch einen relativ hohen Anspruch an die ganzen Sachen hat, und damit meine ich jetzt gar nicht nur die Güte des Entwurfs oder wie man so schön sagt, oder die Fallhöhe oder so, sondern auch mit was für Materialien wird das gemacht, wie sauber sind die Reinzeichnungen, mit was für einer Druckerei arbeitet man. Also alles, was da angeklingt ist, da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit drin. Und es ist... Also ich finde, der Weg, den man selbst bei einer einfachen Logogestaltung oder einem Briefbogen hingeht zu der Arbeit, zu dem fertigen Produkt, ist ohnehin schon, da ist schon ohnehin sehr viel Arbeit drin. Ich verliere gerade den Faden so ein bisschen. Weißt du, wo ich hin wollte? Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass es jetzt schon fast 9 Uhr ist und wir fast Wir machen Überstunden, das fällt mir jetzt erst auf. Wir sind total nach 2 Wochen. Ist das eine Überleitung, Nina? Es war nur die Möglichkeit, oder vielleicht einfach so ein bisschen offener zu werden. Stimmt, ja. Das ist schon 9 Uhr. 9 Uhr, Wahnsinn. Tick-Tack. Nee, gibt es denn noch weitere Fragen? Also, wir sind da gerne. Liebt ihr das, was ihr tut? Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube auch, um noch einmal in die andere Richtung zu gucken, nämlich zum Kunden, einfach auch deswegen, weil man so wahnsinnig viele Perspektiven kennenlernt und man lernt, man kann hinter die Kulissen von ganz vielen Kunden gucken und kriegt wahnsinnig seltsame Einblicke manchmal mit und manchmal möchte man schreiend weglaufen, manchmal ist es ganz toll, aber es ist irgendwie das, glaube ich, macht sehr viel aus. Ja, auch dass man manchmal dann so Firmen, Unternehmen kennenlernt, die, wo man total überrascht ist, boah, das ist ein mittelständischer Betrieb, die setzen so viel um und die machen so viel, die sind so groß und da sind ganz viele tolle Leute und das ist ihnen auch so wichtig, dass sie gute Mitarbeiter, gute Kollegen, qualifizierte Leute haben und dann merkt man auch, was das alles heißt und wie viel Arbeit da auch drin steckt und was es alles so gibt, was man natürlich gar nicht wahrnimmt. Also und dadurch, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Kunden haben, also von Museen über Labordienstleister, Künstler, Hotels, kleine Hotels, Luxushotels, kleine Restaurants, große. Also das ist wahnsinnig spannend, so die Sachen mitzukriegen. Mhm. Auch jetzt durch Corona, was heißt es dann für ein kleines Hotel oder für ein Luxushotel, für die ist es beide problematisch, aber in anderen Feldern. So. Und was Micha vorhin meinte mit dem Blick hinter die Kulissen, das finde ich irgendwie ganz, 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 ganz spannend, weil man die Möglichkeit ja nie hat. Mhm. Ja, so. Deswegen, wie gesagt, ist diese Vortragsreihe das Herzstück, weil jedes Mal ein Blick hinter die Kulissen möglich ist und ihr uns heute Abend hinter eure Kulissen habt blicken lassen, so ein bisschen. Stimmt. Schwierig überleitet. Ja, wirklich. Nina wirft wie so, noch Moderatorin. Wirft so jetzt so ein paar Dinge irgendwie. Super. Ja. Ja.
Ja, Wahnsinn. Liebend gerne. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Auch wenn man natürlich das Gefühl hat, man reißt Sachen nur so an. Aber ihr könnt euch ja gerne alle mit Sophia kurz schließen. Die kann euch da, die war hier, Sophia war eine unserer Schülerinnen. Wir haben nebenher so einen Dozentenjob lange gehabt. Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne, da siehst du, den haben wir jetzt aufgeben müssen, erstmal, weil Michael ja in München ist und was? Ach, war ja schon. Ja, das hast du so geschickt eingeleitet irgendwie. Vorsichtig, wir haben schon durchschaut, die Masche. Ich habe mich Woody draufgebracht. Nee, und dann hat die Sophia sich hier geschickt platziert für über ein Jahr. Und es macht sehr viel Spaß. Und wenn jetzt so Fragen noch im Nachhinein kämen, was ja manchmal so ist, ja, dass einem erst die richtig gute Frage später einfällt, dürfte man sich damit an euch wenden? Auf keinen Fall, wir haben jetzt Feierabend. Nee, klar. Gerne. Info also per E-Mail. info@beimannweber.de. Klar, gerne. So. Sehr gut, das ist super. Ja. Nee, wir haben, ganz ehrlich, auch wenn jemand ein Praktikum will, also gerade machen wir natürlich keine Praktika aus aktuellen Gründen und so. Aber ich finde das auch immer ganz toll, deswegen vermisse ich auch diesen Dozentenjob ein bisschen. Da waren zwar immer nur so pro Semester so 2, 3, 4 Leute, wo man so eine gleiche Wellenlänge hatte und zu denen man eigentlich auch immer noch Kontakt hat, mehr oder weniger. Aber ich finde das immer wahnsinnig toll, dann so neue Leute kennenzulernen und so. Jetzt fang nicht wieder was Neues an, sonst braucht Nina wieder eine neue Überleitung. Ja, genau. Mensch, das war aber toll, Nina, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, 2 Stunden mal so zu plaudern. Ja. Das ist von mir eine Überleitung. Ja, wunderbar. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, ist jetzt die nächste. Ja, genau. Noch eine Frage? Wobei, wir müssen ja Ramona als Moderatorin auch das Schlusswort überlassen. Das stimmt, oder? Aber ja, erstmal vielen Dank, Ramona. Vielen Dank, Ramona. Das also ganz sehr, toll. Das hast du sehr gut gemacht. Ich habe noch eine richtig peinliche Frage. Ja. Die vom Nikkei 9. Ja. Diese Serifenschrift. Ja. Ist die im Typekit oder guckt ihr Michael an? Ich finde die richtig sexy. Die das ist eine sehr seltsame Dido-Alternative. Also wir haben wirklich, wir hatten hier an der Wand ganz, 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 ganz viele Ausdrucke mit Varianten. Wenn du da reinkommen wärst, auf den ersten Blick hätten die alle gleich ausgesehen. Diese Schrift, so wie sie da ist, gibt es auch nicht. Wir haben sehr viel daran gedreht. Also guck einfach mal nach Dido-Schriften. Ja, und dann drehe ich da so dran, dass das K. Nee, und guck auf, also gibt es ja sowieso ganz viele Varianten. Und du wirst schon irgendeine finden, die so ähnlich ist. Ansonsten musst du uns eine E-Mail schreiben. Ja, das K ist so schön. Ich bin richtig verliebt auch da, wie klar die Serifen, die will halt was, ohne dass sie, also es ist mir fast peinlich. Nein, oder die Serifenschrift da. Nee, mit peinlich fangen wir gar nicht an. Ja, ja, so viel dazu. Ja, gut, super. Ja, dann danke an alle, danke, dass das so gut geklappt hat. Ja. Danke dir für diese super Moderation, wirklich. War ein bisschen aufgeregt. Ja. Okay, ja, cool. Grüße an die Hunde. Ja. Der Gustl schläft schon, Woody ist auch schon nahe dem... Ja, es ist auch wirklich... Einfach nochmal so die Nase richtig da in die Kamera, bitte. Die dicke Nase? Ja. Ja. Was ist das da? Nina? Ist das Nina? Süß. Woody hat Hunger. Okay. Ja. Ja, danke euch beiden. Wunderbar. Dankeschön, danke auch. Spannend bis zum Schluss. Adieu an alle, die zugehört haben. Bis nächste Woche bei Konzert der Lehre. Ah, so dolle.